300.000 Credits darfst du besitzen. Ja, das stimmt, vor allem aus. Quasi. Naja, fast. Da fehlt noch einiges, aber ja, okay, mit endlich schon, ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Ja, aber er ist menschlich. Er ist kein Mensch, aber er ist menschlich. Ja, aber trotzdem, er hat die Machtempfindlichkeit, Hans oder nicht. Aber 5 von denen habe ich jetzt schon. Ja, der ist gerade so. Der geht eigentlich. So auch das Feeder für morgen. Da jemand von euch bewegen. Ich glaube auch, die kann man nur in einer guten Gruppe bestehen. Hey, was ist so kalt gerade? Ah, jetzt kann ich mal mein 19. Kick! Wo ist denn die Bleibe? Oh, kickst du dich in der Gruppe drin auf? Scheiße. Warte. Die Kanonen kann man irgendwie nicht richtig verwenden, okay. Den kann man. Ja. Das war's. Okay. Zu dick und zwei. Ach, bestimmt. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Ja, Atrium zu weit entfernt. Informieren Sie den Commander, dass Lord Vader's Fähre eingetroffen ist. Ich fühle seine Nähe, mein Imperator. Leider beurteilt der Imperator die Situation nicht ganz so optimistisch. Und er ist äußerst ungehalten darüber, wie langsam sie hier offensichtlich vorankommen. Er hat wieder recht. Genau, na, da hatten wir wieder. Damit kann man raus noch. Oh, Scheiße, haben wir genau da. Leider nicht.
Er ist sehr stark geworden. Nur mit vereinten Kräften können wir nicht an dunklen Seite der Macht bestehen. Lord Vader, alles entwickelt sich so, wie ich es vorausgesehen habe. Einer neuen Ausgabe von Leveln mit Mr. D und wünsche euch heute auch wieder viel Spaß. Heute ist ja so tolles Wetter, aber ich gucke mal, ob ich hier diese Sondermeldung über diese Rakku-Seuche hier gerade reinbekomme. Gespräch beginnen, bitteschön. Reisen auf die von der Seuche betroffene Welt sind strengstens verboten. Solange das Reiseverbot besteht, wird auf alle Schiffe gefeuert, von denen angenommen wird, dass sie von der entsprechenden Welt kommen. Wie ich höre, haben wir jetzt eine Verbindung zu Adalar Hyland. Hyland ist der Vorstandsvorsitzende von Galactic Solution Industries und Gründer der Hyland-Organisation zur Rakul-Neutralisierung, kurz DORN. Ja, gut. Bürger des Imperiums, ich bitte euch inständig, dem zuzuhören, was ich zu dieser schrecklichen Seuche zu sagen habe. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Heilmittel. Die einzige Möglichkeit, die aus... ist es, ihr fernzubleiben. Dennoch sucht DORN tapfere und talentierte Freiwillige, die bereit sind zu helfen. Dabei sollte eines allerdings klar sein. Wer mithilft, unterschreibt quasi sein eigenes Todesurteil. Danke für diese wichtigen Einblicke, Adalar Hyland. Hört auf den Mann. Seid nicht töricht, beachtet die Quarantäne und schützt euch so gut wie möglich vor der Rakul-Seuche. Für das Imperium! Aber sowas von für das Imperium! Und ich schalte jetzt den Teamspeak zu und sage Hallo, Richard! Hallo! Jo, schön, dass du da bist. Ja, wie gesagt, wir können heute auch die Rakul-Seuche bekämpfen. Wir können eine Operation machen, wenn wir... wenn dann. Wir wollten eigentlich Kammer laufen, weil die halt gerade im BF ist, also im Gruppenfinder ist. Deswegen wäre es effizientesten, wenn wir die nehmen würden. Ja. Ja gut, also wir können uns ja weil dann... Weil die Wetterkade, da gibt es nicht so viel Drop. Das Drop-Schloss, das irgendwie das Drop-Schloss ist so hoch. Ich glaube, das Drop allgemein einfach mehr. Ich bin mir aber nicht genau sicher, wie viel es genau war. Das war doppelt so viel, aber bin mir nicht sicher. Deswegen würde ich empfehlen, wenn wir eine machen, dann die. Ja, als OP könnte man die machen, klar, gerne, können wir gerne machen. Und danach machen wir irgendwelche Weltenbosse oder halt auch Kaku-Seuche. Irgendwas. Ja, mal sehen, ob sich dann auch uns jemand anschließen möchte oder eher nicht, ne? Da müssen wir mal gucken. Na gut, dann gehen wir jetzt in den Gruppenfinder rein. Stopp, wir gehen nicht einfach in den Gruppenfinder rein. Die bauen jetzt hier die Kuppe auf. Also jeder, der irgendwie mitlaufen will und der Abo, beziehungsweise der Zugang dazu hat, bitte einmal hier versammeln, dann kann ich es einladen da rein nach. Dann können wir Ding machen. Oder wir fragen in den Gruppen für hier einen SMG-Kanal einfach mal nach. Genau. Bevor wir das machen, zuerst müssen wir versuchen, mindestens 4-5 Personen zusammenzubekommen, die bereits da sind, damit so mehr die Hälfte da ist. Ja, fragen wir mal nach da in diesem SMG-Kanal, also, das können wir ja mal machen. Ja, schreibt mir schöne Nachrichten von wegen, zwei Healer brauchen wir und drei DDs bräuchte noch. Zwei Healer, drei DDs für GF-OP. Lust. Wobei, eigentlich sonst ist ja eher schreien, nicht du. Gut. Du kannst ja auch nochmal gerne nicht schreien. Ein bis zwei. Zwei Healer. Boah. Du bist kein Heiler, ne? Oder? Oder was bist Nein, du? Nein, ich bin Didi. Deswegen, braucht man einen Tank, zwei Healer und fünf Didis. Wir sind zwei Didis bisher. Mhm. Also fehlen uns noch drei Ding. Drei Didis und zwei Healer. Den Tank haben wir schon von einem. Habe ich nehmt ihr schon am Haken, der mitläuft? So. Das ist der Luni wieder mal, aber der kommt aus dem Ding. Der Luni kommt gleich, ja? Genau, der muss noch ganz kurz was machen. Ja gut, dann kommt wenn der auch dann noch da als Tank. Ist, dann, ich schreibe ihm mal ganz schnell an, dass er als Tank kommen soll. Ja. Ja. Dann macht er den Tank. Und dann brauchen wir noch gut und gerne zwei Heiler, wäre nicht schlecht.
Und dann halt vielleicht noch ein oder zwei DDs, wäre auch nicht schlecht. Also wir müssen halt 8 Personen am Ende zusammen geben. Luminin macht Dingleitung, erklärt wir uns Leitung und so weiter. Was soll ich einsammeln, ist die Frage. Wer unter dem Verdacht steht, illegal also, in Tatooine zu reisen, wird auf Anzeichen der Rakul-Seuche untersucht und wenn nötig ausgelöscht. Ich kaufe Gilde, okay. Was? 40 Millionen. Die muss ich ja fast holen, wir. Okay. Auch nicht schlecht. Da will jemand seine Gilde verkaufen. Jo. Ah, wir haben 6, also dann müsst. Oh, da würde ich aber reich werden. 6 Gilden? Hm? Das bringt dann Schotter bei dem Kurswechsel. So. Dann wollen wir mal gucken. Ob jemand. Oh, da ist ein Tank. Den könnte man auch noch für die unsere OP. Ich schreibe den mal an. Ich schreibe den mal an. Okay, dann zeige ich. Dann das halt. Was ja, anderes. Ja, 2 soll. Tanks schaltet ja auch nicht. Nein, wenn dann reicht ein Tank dann. Also ein Tank reicht vom für ewige Kammer. Tipp ihn an. Wollen also mit ihm kann man laufen. Ein Tank dann sein, ja, aber. Ja. Das ist kein Problem. Also, wenn er gezielt nach einer OP-Gruppe sucht, dann müsste er eigentlich auch was können. Ich frage ihn. Und du was nehmen halt Luni trotzdem noch als Tank mit. Das kannst du auch so. Das ist dieser Gurkna, den könntest du ja mal einladen in die Gruppe. Aber. Sehr schön. Ja, komm, willkommen bei uns in der Gruppe. In Operationsgruppe umwandeln. So. Okay, vom Prinzip her müssen wir jetzt noch fast die Einstellung. Ich übergebe dann ganz gleich noch was Luini und Con. Übergebe ich Ihnen die Leitung der Gruppe. Ja, kein Problem. Jo, sehr schön. Kannst du mich ja zum Anführer der OP-Gruppe machen, dann mache ich dich zum Lieutenant. Du musst Informationen, schreib mir die DTS-IP, damit alle in DTS kommen. Okay? Ja. Aber mach mich mal mit zum Anführer, dann kannst du ja Lieutenant sein. Ich kann dir Rechte geben, also Anführer würde ich Luini empfehlen. Das ist ja egal. Hier. Operationsleutnant. Er hat das schon ein Ding gemacht. Und schreibt mir die TS-IP. Ja. Dorn-Mitarbeiter, die sich um die Rakul-Situation kümmern, suchen dringend nach Freiwilligen. Und wir können die natürlich hier dann auch recht schnell hier reinziehen. Das ist also auch kein Problem. Ja, ich achte mal ganz auf TS, okay? Die ankommt. So. Ah. Oh, na komm. Ja, wenn jemand also mit bei uns mitmachen will, bitte bei uns melden, dringend. Ja, wir wollen heute eine OP laufen, und zwar die ewige Kammer, man kennt's ja. So, und... Das ist noch ein recht einfach. So. Und nur so ein Tipp, schreibt einfach nicht ewige Kammer hin in der Ding-Nachricht, sondern schreibt GF-OP hin. Zum einen kürzer und zum anderen, da kommen dann vermutlich mehr mit, wenn sie guckt in der OP ist. Weil guckt, wenn er wird, dass da mehr Loot droppt. Zwei Heiler brauchen wir noch und 3 DDs, ne? Eigentlich 2 DDs, das hat man so nie an, dass doch als DD kommen soll. Und ein Tank brauchen wir auch noch. Dein Tank haben wir doch schon, das ist doch der Ding. Ja, ich hoffe, dass. Na gut, mal gucken, wie gut er ist. Ne? Ja. Schauen wir mal.
So. Tja, also bitte bei uns melden, wer mitmachen will. Wir bräuchten vor allen Dingen auch noch Heiler und weitere DDs, damit wir halt durch diese OP auch entsprechend durchkommen. Und bitte hier bei uns einfach melden oder auch dann zu uns in den TS kommen. Die TS-Daten seht ihr ja da oben, laufen sie durch. Ja, dort, genau dort. Jawohl, das Ghetto. Und will der mit in die Gruppe? Weiß ich nicht. Der war hier gerade so am Hin- und Herfliegen. Weiß man ja nie. Von daher, also bitte einmal bei uns melden. Und dann könnt ihr auch bei uns hier mit rein in den TS. Und natürlich selbstverständlich auch bei uns mitmachen dann hier heute. Ja, in so einer OP fallen ja auch immer ganz nette, interessante Sachen, ne? Ich würde sagen, dass wir diesmal Achtung, kann ich ja das Einsammeln übernehmen. Als Gruppeneinsammler. Und dass wir dann am Ende verteile ich dann an alle dementsprechend dann die Sachen. Ne? Ja, oder ich mach's. Ich habe ein leeres Inventar, also ich habe gar nichts im Inventar. Du 2, 3, 4 Reihen habe ich auf jeden Fall noch frei. Also, ich glaube, da. Nee, also, so viel. Ich habe halt vollständig freies Inventar, da kommst du keinen Verwechslung. Naja, gut, oder. Und dann überträgst du halt die Sachen. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ah, da ist übrigens Gurkna. Jawohl. Hallo, willkommen bei uns. Ich sag ihm mal, dass wir das hier gerade auch live übertragen. So, und wir machen dieses natürlich immer gerne. Ja, und natürlich TS haben wir auch. Schreib mal in den Ding rein, die TS. Nochmal die TS-App, die ich glaube, habt ihr das übersehen. So, Bembe ist der Operation beigetreten. Sehr schön. Ich frage ihn mal, was da ist. Mal sehen, was er ist. Vielleicht schreibt er das ja auch noch rein. Ob er ein DD ist oder wie auch immer. Also wir doch mal die TS-IP schreiben. Er ist Heiler, sehr schön, ein Heiler, sehr, sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, .freets, 3.net, .10563. Ja, da könnt ihr dann zu uns in den TS auch kommen. Und gerne zu uns stoßen, kein Problem. Und vielleicht will ja der eine oder andere dann auch hier sozusagen mit uns quasseln. Na? Jo, kommt alle in den TS. Schreibe ich auch nochmal hin, kommt alle in unseren TS. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles fertige. Okay, wir haben eigentlich fertig. Was? Doppelpunkt 10563, bitte. Wer mit der Rakul-Seuche infiziert so, ist, veranlasst bitte so, da ist Gurkna. Sehr schön, sehr schön. Und den ziehe ich mal rein. Einen wunderschönen guten Abend, Gurkna. Hallo. Hallo. Jo, vielleicht hört er uns, ich weiß nicht. Ja. So. Ah, Luni ist auch da. Wir müssen doch Kraft aufnehmen. Hi, Luni. Hallo. Hallo. Ja, wir kannst du noch mitmachen. Ja. Wir haben jetzt ja schon einen Tank. Ja, so einen Tank braucht ihr nicht mehr. Dann komme ich jetzt in die DD. Oder so.
Genau. Ja, Gurkner ist unser Tank auf jeden Fall. Und wir begrüßen dich in unserer Mitte. Tja, und wir zeigen das natürlich auch ich meine, wir zeigen das auch alles live. Und zwar auf www.hitbox.tv/dvader79 zeigen wir das auch alles hier immer live. Und das jeden Donnerstag und jeden Sonntag ist unsere Sendung hier Level mit Mr. D zum Mitmachen, dass wir zusammen Operationen laufen, dass wir zusammen Flashpoints machen oder, je nachdem, was gerade auch, wozu wir alle Lust haben, natürlich, ne? Ja, und die Zuschauer können das natürlich alles hier live verfolgen, wie wir was hier auch machen. Oh, wir sind ja schon mal eine schöne Gruppe. Gleich sind wir wieder zu 8 und dann können wir gerne uns in den Gruppenfinder begeben und einmal loslegen mit der Operation. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich habe euch gerade angeflüstert, Endgame, ich bin Vino Veritas. Vino Veritas, sehr schön, können wir ja mal einladen. Natürlich, in Wein steckt Wahrheit, ne? In Vino Veritas. Sehr schön. Soll ich dir die Leitung geben? Ja, kann ja auch Leutnant werden, das ist ja kein Problem. Ich gebe jetzt mal die Leitung. Kannst du nochmal die TS-IPs schreiben? Weil mein kurz ein paar. Jetzt schon ganz oft gemacht. Genau, gerade wird nochmal auf der TSIP gefragt, deswegen müssen wir nochmal schreiben. Oh, verdammt. Gleich mal kurz an den Laderaum, ein Inventar aufräumen. Vielleicht kann ja. Ich kann auch. Weißt du denn, wie das geht? Das kann ich. Kannst du mir schon erklären, aber. Also einsammeln, auszufüllen, weitergeben, rausgeben und so. Also weißt du, wie man Dinge random rausgibt? Mir soll das egal sein. Wie ist das? Also ich weiß auf jeden Fall, dass man, das theoretisch gesehen vom Prinzip her, jeder würfeln kann, mit das Würfeln, und dass man dann einfach der Person, die dann am höchsten gewürfelt hat, der Reihe nach und oben nach unten, Zahlen, die Dinge gibt. Den Gegenstand, den sie will, gibt. Der Liste, die es gibt. So bleiben ein Gegenstand, oder? So funktioniert es doch. Ich habe keinen komplett leeren Inventar unter Ausschluss von zwei Gegenständen. Mir ist das egal, ich muss das nicht unbedingt machen. Kann auch gerne irgendjemand anders machen. Aber andererseits kannst auch du machen, ist mir echt egal. Ja auch. Ich muss sie mal ansonsten kurz mein Inventar aufbauen. So, da sind noch weitere, dann hole ich die gleich schon mal hier mit runter. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Schön, dass ihr zu uns stößt und mit dabei sein wollt heute. Willkommen auch bei unserer Live-Sendung sozusagen Leveln mit Mr. D. Denn wir wollen heute hier einmal die OP laufen und freuen uns, dass ihr mitmacht. So. Ah, da ist noch einer, der zu uns kommen möchte. Nabend. Hallo. Hallo. Super. Sehr schön. Ich glaube, ich mache mal eure Lautstärke manchmal ein bisschen höher, damit wir euch so ein wenig auch ein bisschen besser verstehen. Dann können wir euch auch ein wenig, können wir uns auch sehr gut hier absprechen, wer macht jetzt wie was. Oder wenn jemand Heilung braucht oder so, ne, schreien. Haben wir jetzt zwei Heiler da? Haben wir jetzt also, wir hatten einen Tank dann, ein Tank hat sich vorhin gemeldet, wir hatten einen Heiler auf jeden Fall bekommen. Ja. Wir haben zwei Heiler. Bumble und Xadris in Heal. Sehr gut. Geht gut. Ja, dann ist alles gut. Dann würde ich mal sagen, dann darf mal der Anführer uns mal eintragen in die Gruppenfinder-Mission und hast du nicht gesehen, also OP. Und dann machen wir das jetzt mal hier.
Und wie gesagt, ihr könnt das alle live verfolgen auf www.hitbox.tv/dieweda79. Bereit muss ich noch. Hey, Monkey Heiler, hey. Darklet, bist du bitte noch so nett und nimmst du mich als Tank mit? Ich als Tank? Geht doch nicht. Ich bin noch auf DD. Doch, du läufst die DD mit, aber wir bauen dich einfach an. Kannst auch auf DD bleiben, alles gut, aber du musst dich als Tank listen. Genau. Ist zulässig und wird empfohlen. Ich hier gleich nochmal kurz das Gruppenfenster. Weil wir doch keinen Tank hatten, oder wie? Reicht ein Tank für die ewige Kammer, aber du brauchst zwei, um dich listen zu können. Ach so. Du machst einfach, du bist einfach DD und machst Schaden, ganz normal, alles gut. Das heißt nur für den Gruppenfinder, dass der Haken bei Tank gesetzt war. Kann wer Quest teilen vielleicht? Ja, ich habe die Quest eingesammelt vom Support. So, oh, cool. Wir haben die Belsavis-Atmosphäre erreicht. Weiter zur Oberfläche. Alle Mann auf einen Beschuss vorbereiten. Die Verteidigung der ewigen Kammer ist aktiv. Das fängt ja gut an. Alle in die Rettungskapsel! Stopp! Noch ganz gebacken! Ich bin noch nicht im Blasenspiel angekommen, bei mir leckt es gerade ein bisschen. Ich bin schon auf dem Weg zur Oberfläche. Mit der Spitze voran geht's nach unten. Na, ich entschuldige mich schon den Freunden für Leck meinerseits. Die ahnungslosen Kinder. Mein Internet ist nicht das Beste, sie auch nicht. Na, jetzt bin ich natürlich lang, was bin ich drin. Oh, irgendwas ist hier los. Ah, da wird einer hier angegriffen von so einem kleinen Kästchen. Ja, ja. Das ist gut, da möchte ich nur irgendwie am Bio looten. So. So, jetzt möchte ich gerne mal wissen, wer ist Tank? Na, ich bin DD und Tank. Nein, nein, also du bist, das ist klar. Wer ist der reguläre Tank? Eigentlich ist das Gurgner. Guck mal, da will nur mal kurz das Ding sortieren. Gurgner ist der reguläre Tank. Ah ja, genau. Okay, ein Burger-Tank. Die Heiler waren jetzt bitte noch mal ganz kurz. Sari und Bumblebee. Mhm. Bumblebee und Lup. Sari? Hast du das gesagt? Genau. Okay. Ja, dann lassen wir hier. Also ich mache das einfach nur kurz zur Erklärung, zur Operationsfläche so erklären, so sortieren, dass Tanks oben stehen, in dem Fall haben wir nur einen, und die Heiler unten und dazwischen die DD. Das macht für die Gruppe einfach übersichtlicher. Mhm. So. Läuft zu weit vor, wie jetzt irgendwie noch dazu kommt. Aber kommt trotzdem jetzt mal alle ran. Ich bin mit dem Ladescreen durch, zur Info. Der ganze Zweite. Ich bin mit dem Ladescreen. Habe ich die Quest verpasst, oder? Ich teile sie gerade nochmal. Bitte. Aber natürlich nehmen wir sie gerne an. So, und dann wird auf jeden Fall hier schön viel blutet heute. Und der gute Luni in seiner Person als Invino Veritas, in Wahrheit steckt, Wahrheit. In Wahrheit steckt Wein. Wird dann die schönen Loot-Gegenstände dann uns an uns verteilen. Nachher. Ja, genau, aber das machen wir dann irgendwie am Ende. Genau. Das ist spannend. Also, Belohnung gibt es immer noch. Standard-Episode. Gut, okay, für die, die es noch nicht kennen, ich umreiße den ersten Boss, der kommt hier gleich direkt, wenn wir hier ein Stück hochlaufen. Ja, aber wir müssen auf Pirane warten, ne? Glaube ich. Ja. Also noch ist ja nicht zu sehen, umreiße das mal eben, so wir gehen da gleich hoch, links und rechts sind zwei Geschütztürme, die machen wir halt kaputt. Wenn die weg sind, kommt der eigentliche Boss, das ist ein großer Druide, der kann aber nicht, vor dem müsst ihr keine Angst haben. Der hat zwei Angriffe, die müsst ihr euch einfach merken, es ist sinnvoll, durchaus den Ingame-Ton dabei zu hören. Das eine Mal sagt er irgendwas von, ich bin mit, keine Ahnung, gefühlten 500.000 Waffensystem ausgestattet und mache ich alle platt. Ich glaube, die sind 20 platt oder so. Wenn er das tut, rennen alle zum Boss und kuscheln. Kommt ganz einfach, da kommen Gruppenschaden rein.
Da können die Heiler dann schön ihre Flächen, also ihre Gruppenheilung drauf tun. Wenn das passiert ist, können alle wieder ein bisschen auseinanderlaufen, sich verteilen. Der zweite Angriff, den der macht, der wird auch angekündigt. Da sagt irgendwas in Richtung von, es werden Stormprotokolle aktiviert. Wenn das passiert, bisschen verteilt stehen, da fallen auf euch so kleine rote Voids runter, also der schießt quasi mit Raketen auf euch. Aus diesen Voids geht ihr bitte einfach nur raus. Wenn ihr drinnen stehen bleibt und macht das Aua, wenn ihr zweimal getroffen werdet, seid ihr tot. Ja. Das ist eigentlich alles. Tank kennt das. Frage an die Tank. Glockner, hörst du uns? Ich hoffe, er hört uns, also weil bisher habe ich von ihm noch nicht so gehört. Also Irane hat es jetzt nicht geschafft, irgendwie online hier reinzukommen. Der hat gerade, der hat einfach nur DC gehabt, also hat gerade den DC, müssen wir ja mal mit Disconnect. Er hat gerade Kapitel. Ja, wir verstehen dich auch ganz schlecht, Richard. Also das ist leider, ja leider bei dir mit der Verbindung wohl so. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Jo. Dann ist gut. Sehr schön. Gurkner, ich sehe, du hast den auf jeden Fall schon mal gemacht. Kennst du ihn noch als Tank? Also wenn du nichts sagen kannst hier, dann schreib einfach in die Operationsgruppe rein, ob du uns hörst oder wie auch immer. Also er glaube, er versucht was zu sagen, aber ich höre ihn nicht. Ich weiß nicht, wie es mit bei euch eher geht. Ich konnte jetzt noch nicht verstehen. Ich auch nicht, nee. Ansonsten, als Tank, du drehst ihn einfach aus der Gruppe. Ich kann es vielleicht, wenn wir die Kanonen kaputt machen, kann ich dir in etwa zeigen, wo du dich vielleicht optimalerweise hinstellst. Hm. Also, der Tank wird zwischendurch gekickt, verliert dann auch das Aggro, muss dann schnell wieder an den Boss ranspringen, also den spotten. Und hat dann das Aggro wieder. Mehr hat der Tank eigentlich nicht zu tun. Ne? Gut. Ich würde mal sagen, wir können es ja schon mal versuchen. Ich denke mal, Richard kann ja dann so ein bisschen nachziehen. Ja, also, hört ihr mich jetzt? Ja. Test. Ja, jetzt hören wir dich. Ja, super. Wunderbar. Ja. Jetzt hören wir dich sehr gut sogar. Nee, aber die OP habe ich schon vorher schon gemacht, auch bei S-Tank. Deswegen weiß ich gut Bescheid. Gut. Alles klar, gut, okay. Dann brauchst du da nicht so viel zu erklären. Ja, dann pack vor. Auf los, geht's los. Ja, ich komme jetzt schon mal zu dem einen Turm. Ich greife ihn jetzt schon mal an. Doch nicht angreifen, komm nicht. Und nicht? Ja, also die Türme sind wirklich harmlos, die tun hier nicht. Ein Problem ist, wenn die Türme angreifen, könnt ihr erst dann wieder jemanden reinholen, sobald ihr mit dem ganzen Boss fertig seid. Der Boss, also der Boss ist vielleicht automatisch gefüllt. Nein, aber ich kann nicht mehr rein in die Stand, solange der Boss noch nicht gelegt ist. Sobald ihr irgendwas angreift, sofort beginnt der. Doch, kannst du, jetzt ist der Kampf vorbei und du kannst reinkommen, ganz normal. Solange der Boss jetzt nicht irgendwie gepult wird, keine Sorge. Haben wir einen Schleicher dabei, der die Abkürzung kennt? Schleicher schon, aber gemacht noch nicht. Oder okay, ja. Also man kann ja abkürzen, wenn man einen Schleicher hat. So. Kann ich einmal nur durch die ganze Instanz laufen und dann am Ende kurz vorm nächsten Boss stehen bleiben. Bis zum nächsten Boss in den Raum reinlaufen, dann spawnt, glaube ich, ein Vehikel, mit dem man sich vorfahren kann. Nein, also theoretisch, wenn wir gleich den ersten Boss gelegt haben, dann kommt so eine kleine Brücke und ein Schleicher. Mhm. Also Babo, das ist sogar ganz gut, der hat seine Rolle vorwärts, muss einen kleinen Sprung hinter sich bringen, tarnt sich durch bis zum nächsten Boss, irgendwie checkert den kurz an, tarnt sich dann aus dem Kampf raus und dann ist hier unten ein Gleiter, wo wir ein bisschen Weg mitsparen können. Könnt ihr gleich mal spaßeshalber versuchen. Jo. So, Birane, genau. Wie sieht's bei dir, also Richard, wie sieht's bei dir aus? Ich bin gerade ganz angekommen. Du bist angekommen. Ich muss aber noch ganz runterkommen und durchlatschen. Naja, wir sind hier oben beim Boss, also schon, also das ist nicht weit. Ja, jetzt musst du noch mit der Rettungskapsel, ja? Eie, das dauert ja auch nochmal bei dir. bis Richard bei uns ist, denke ich mal, machen wir mal einen ganz kurzen Werbeblock rein. Bin schon da. Ah, bist schon da? Na dann ist ja gut. Ich dachte, jetzt dauert das bei deiner Leitung vielleicht noch ein paar Minuten. Weiß man ja nie. Ja, kommt immer darauf an, wie schnell das Internet eine. Du hast aber eine sehr langsame
Dorfleitung anscheinend. Ja, langsamer als deine. Ja. Noch habe ich ja eine recht relativ schnell. Ich hoffe ja, dass ich dann, weil ich ja umziehe, hat man ja immer die Sorgen, wenn man so Internet und alles bestellt. Ja, ist das dann stabiles Internet dort? Ist das auch eine 16.000 oder schlechtere Leitung? Oder ist das bei schönem Wetter eine 16 und bei schlechtem Wetter was weiß ich was? Die Sorgen hat man dann ja natürlich auch. Gut, dann würde ich mal sagen, dann beginnen wir jetzt mit dem Angriff. Bitteschön, unser Tank, der darf jetzt loslegen. Okay, dann Walte deines Amtes. Autorisierte Lebensform der so, wir warten kurz und ich würde sagen, jetzt können wir es mal langsam probieren, ihm zu helfen. Genau, wir helfen dem armen Tank. Ah, der hat mich doch ja auch ganz toll lieb, der Robi, ich merke das schon. Oh, kuscheln, 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 kuscheln. Ich finde es ganz gut, wenn man nicht allzu viel redet dabei. Ich denke, kann man besser hören, was man sagt. Und am besten der Tag kann es immer auch ansagen. Ja, kuscheln ist nicht schlecht. Oh, oh, oh. Ah. Ich muss sagen, wir haben sehr gute Heiler dabei. Ich wurde mit 24 verschiedenen Waffentechnologien ausgerüstet. Der feuert auf mich, Leute. Achso, jetzt wird kurz, das ist eine Kuschelphase. Ich hab noch keine Dingphase gesehen. Bei mir ist es im Game Town im Moment relativ leise. Ich hab noch Wachen. Analysiert, leite Stormprotokolle ein. Stormprotokolle, guckt auf die Wolken auf, bewegt das ein kleines bisschen, dass sie dann nicht stehen bleibt. Sind diese kleinen roten Kreise auf dem Boden. Genau. Einfach auslaufen. So, wir haben den ja schon recht gut runtergeschickt. Ja. Ja, ich habe gesagt, der kann eigentlich nicht. Nee, das ist jetzt nicht so wild, ne? Endless Time werde ich glaube ich eben bei circa 5 Minuten müssen fahren. Ist entspannt. Au! Wirft der Kerl in den Stock hier. Aua! Autsch! 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 Ich bin ja nicht so. Und wow. Noch voll Fuß gemacht. Feindliche Taktik analysiert, leite Stormprotokolle ein. Stammprotokolle nicht im Laufen. Ah, das sind diese kleinen roten Kreise, ja, weil das sind diese Sturmprotokolle. Jetzt wirft er wieder. Wirft er einen gleich wieder hier um. Mit 24 verschiedenen Waffentechnologien ausgerüstet. Okay. Okay. Wer Right Buff hat übrigens Ende bekommen. Systeme versagen. Oh. Ja, jawohl.
Und das war's. Sehr schön. Ja, das war's. Die macht mal fertig raus, ja? Tja. Ja, wollen wir es mal versuchen mit durchfahren? Wollen wir einen durchdrücken lassen oder wollen wir es ohne machen? Schauen wir mal gucken. Wir sind ein bisschen zu weit gelaufen zum Durchfahren. Dass ich der Samen der Zerstörung in ihrem Herzen bin. Ich bin der Meister und Schöpfer, den die Galaxis fürchtet. Einfach durchmarschieren, oder was? Mal schauen. Einfach durchmarschieren? Du kannst theoretisch. Was macht ihr denn da? Wenn du es schaffst, deine Rolle da unten runter zu rollen. Nee, das schaffe ich nicht. Nee, das ist nur für die, die sich tarnen können. Da kann man sich genau, eine kleine Abkürzung machen lassen. Geht uns gleich also unsere Saboteurin hier. Saboteur. Also auch ein Attentäter dabei. Ja, aber Darkness kennt den ganzen Weg auch gar nicht. Das ist doch relativ so, kompliziert. Und so durchmarschieren geht nicht. Die sehen mich. Wir versuchen, es ist ein relativ langer Weg. Also ich kenne im Prinzip so diese Abkürzung hier runter, weil dann kannst du da vorne gleich abbiegen. Also du brauchst so eine Vierteldrehung im Kreis machen, also den Kreis nur irgendwie einmal Viertel ablaufen. Achso, da wo der offene Tunnel ist, da hinten, oder was? Und genau, wenn du das mal auf der Map sehen und komm in diese Lava-Höhle rein. Und da muss ich dann hier runterspringen auf diese Zwischenhöhe und dann da runter, oder wie? Ja, also für einen Saboteur ist es wirklich einfacher, weil die so eine schöne Rolle vorwärts haben. Versuchen wir, ob du es schaffst, nicht, denn dann laufen wir halt durch. Also, da auf gleicher Höhe oder da unten diesen Vorsprung? Versuchen wir auf diesen. Boah, ja, ich fliege. Das ist nicht so einfach. Ich habe das mal als Schatten versucht, ich habe das auch nicht geschafft. Muss ich gerne zufügen. Also bin ich schon jetzt hier, Alter. Als Attentäter muss man aber auch das Machttempo dazu ziehen, ne? Und deine Doppelrolle, ich finde da tatsächlich helfen. Machttempo, okay. Also jetzt für den Attentäter, nicht für den Sabo. Also mit Machttempo Anlauf nehmen und dann springen, oder wie? Ja. Ah, der Söldner kommt normalerweise auch relativ gut rüber mit dem Raketenschub. Normalerweise müsste ja eigentlich bloß der Hexe rüberkommen und der kann dann. Hast du gesehen, dass ich mit meinem Startup gemacht habe? Ah, nee, hast du nicht gesehen, das ist mir nicht klar gewesen. Also da geht da den. So, da in die Richtung muss ich springen. Stürze mich nochmal in den Po. Ja, geschafft. Das ist drüben, tarn dich raus. Tarn dich. Ja, ich tarne mich jetzt. So, wo muss ich jetzt lang? Okay. Dort jetzt zu dieser Tür auf der. Also gerade so also in Vierteldrehung um den Kreis laufen. An dieser Kuppel genau, vorbei. Also, den Viertelkreis im Uhrzeigersinn, der geht es links Scheiße. Rein. Ah, die haben mich trotzdem noch erwischt. Ja, da muss ich rausfahren. Du bist in den einen reingelaufen, der eine Tarnerkennung hat. Ich versuch's gleich nochmal. Genau, im Zweifel, also du hast ja deinen Rausfahren-Skill. Da kannst du dich mit aus dem Kampf rausfahren. Also ein bisschen vorsichtig muss man da schon laufen, ne? Ja, aber ich habe da versucht durch die Mitte da, aber die erkennen mich ja trotz Tarnung. Scheiße. Oh nein, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg, wie komme ich da wieder rein in die OP? Bereich Startpunkt. Wie denn? Nein, er ist rausgegangen. Ich bin einmal auf den Gruppenfindersymbol und so, genau, Gruppenfindersymbol und einmal nochmal auf jetzt Reisen klicken. Ach so, ja. Na toll. Nö. Soll ich dann mal versuchen, da vorbeizukommen? Ich hab's eben mit meiner Rolle, keine Ahnung, hier aus in etwa. Dann halt mit der Vorwärtsrolle. Das hast du mit Sprinten geschafft. Mit 8 Tempo. Das mag aufgehen, ja genau. Ich komme. Kannst ja gerne nochmal probieren, also das ist ja nett, ne?
Lass uns dann ich doch mal rüber machen, anspringen. Du kannst auch irgendwie deine Verdunkelung aufziehen, also um deine Tarnerkennungsstufe zu erhöhen, schnell daran vorbeischlüpfen. Du musst einfach nur in diesen Boxraum einmal reinkommen, das reicht eigentlich. Ja, du musst nur einmal in den Boxraum reinlaufen, dann einfach wieder rauslaufen und hier reporten uns dann hinterher. Das ist die Film, irgendwie nehmen wir halt den langen Weg. Will ich's mal versuchen? Ja, versucht's mal. Ich kann kein Ding machen. Das bringt nur was, wenn das ein Tarner macht. Allein komme ich nicht so dran vorbei. Ja, ansonsten hätten sie mich dann anschauen können. Als. So. Wir haben uns jetzt schneller durchgeklappt, als wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde hier stehen und darüber versuchen zu finden. Ja, komm, wir laufen mal, wir klatschen wieder in der Mitte weg. Ja. Geht schneller. So, wo ist der Tank? Unterwegs. Alles schon gestorben. Bei diesen Ads passt bitte auf, die können kicken. Also innen stehen und nicht außen. Ja, genau. Seid ihr, ihr wollt das Datacon da oben aufsammeln? Datacon? Welches Datacon? Bunning Gag. Jedes Mal, wenn eine Runde gekickt wird, irgendwie so, ich hab doch ein Datacon gesehen, das muss ich haben. So, ich beginne. Und dann versuchen alle, alle da hinterher zu kommen, ne? Wir machen aber nie Schaden mit dem Boden. Ist mir okay, wir machen Flashpoints auch Schaden. Gut, aber ich habe halt eigentlich mehr Flashpoint als eine Idee. Ja. Das ist super. Und das Beste ist, ich habe Plündern. Was hast du? Plündern. Plündern, oh, schön. Da kann man sich enorm viel Loot öffnen. Ja, Plündern habe ich leider nicht. So, da ist wieder ein ewiger Wärter. Ja, von diesen Mobgruppen kommen jetzt eben halt noch ein paar mehr, bis dann nicht drauf sind. Das Spiel ist schon mal immer das gleiche. Geht nicht unbedingt um Rücken. Ach, da ist ein guter Spiel. Kann man sie runterschmeißen, Fragezeichen? Leider nicht. Nein. Schade. Da sind die ja noch. So. Ja. Oh, ja. Können schön einwerfen. Gut, dass ich geimpft stand. Ja, die werfen mich gerade wirklich schön mit. So. Jawohl, wunderbar. Das ist doch mal was. Immer noch feindliche Gruppe hier? Wo seid ihr denn? Ach, da hinten. Und weitergelaufen. Ich dachte, das geht hier an der Seite weiter. Ne? Laufen jetzt quasi einmal im Kreis. Ach so. Na gut, dann sind wir doch da hier. Ja. Hui. Cool.
Wow. Oh, der hat mich am Wickel, der hat mich am Wickel. Das ist so nicht hier. Mein. Und dann kann ich, wenn ich dann hier ein bisschen zusammenstehe, dann gehen die Finger hier nicht so weit auseinander und ich finde wirklich nicht gut mit AOE arbeiten. Ja, wollte ich auch gerade sagen, irgendwie kommen die mir doch äußerlich bekannt vor. Sehr schön. Das heißt, die Kuppe, die uns vorhin aufgehalten hat. Ach ja. Ach, deswegen Abkürzung. Weiter geht's! Sehr schön. Müssen wir jetzt alle Gruppen machen? Anscheinend, wa? Bis die am Eingang sind, also das ist jetzt die letzte hier. Okay. Aua! Also die letzte mit den Gruppen. Letzte ist zumindest mit den Gruppen. Was ist da los? Warum habe ich auf einmal die Agro hier? Es streiten sich zwei um mich. Ich bin hier mehr hin und her gezogen als alles andere hier. Wow. Warum lässt sich der Bett nicht? Hola. Viel Agro durch die AOE gezogen. So, das ist schon mal gut. Ach, hier sieht's doch ganz nett aus. Ich glaube, hier mache ich Urlaub. Viel Spaß! Die Hunde können jetzt... Da geht deine Badelatschen nicht! Da können wir zu... Gut zu hören. Die Ds gehen erstmal nicht auf die Hunde drauf, auf diese Feuerfischer. Die ziehen wir zusammen, lassen den Tank einfach vorlaufen, die kurz anpullen. Da kommt gleich noch eine zweite Gruppe. Und wenn die beiden Gruppen zusammen sind, dann machen wir Flächenschaden. Platt. Okay. Genau, dann machen wir einfach Flächenschaden drauf. Ne? Okay, ich warte hier. Ach, die Hunde wollen doch nur... Läufst du durch? Okay, ich komm hinterher. So. Ich hab sie nicht zusammenlaufen. Jetzt.
Zeit. Ja, man kann sie looten. Und welche Bio-Looter dabei? Dann Maskott wäre ich gerade nicht undankbar. Hier, hätte ich noch die Kette. Ja, jetzt nicht. So, das war's. Warten wir ganz kurz, bis alle Bio-Spitzen hier durch sind. Gucke. Ja, die noch eben schnell und dann sind wir auch spannend zurück zum nächsten Boss. Sehr schön. Geil. Nette Kammer. Das ist easy von Darth Vader. Ja, ich weiß. Die Erholungskammer, ne? Sind schon nette Sachen immer hier, die man immer mal wieder sieht hier im Spiel. So. So. Ich komme. So, pass auf, mach halt die Füße hier drinnen. Oh. Jetzt sollte man gut springen, ja. Warte, dann kurz, bevor wir jetzt aussehen, kurze Erklärung zu den Boss, die gerade kommuniziert. Tank dreht den Boss gleich aus der Gruppe draus. Die Rangers können hier irgendwie hier hinten irgendwie ein Range-Camp machen. Der Tank geht dann. Wie viel geht denn der Tank dorthin? Ja, genau, also klassischerweise ist genau entweder da und die Idee ist, dass Heiler halt irgendwie geht. Ne? Irgendwann fängt er an, so ein bisschen rumzukommeln und rumzuhüpfen. Ich denke, die Insel an zu wackeln. Dann tauchen irgendwo um diese Insel rum wieder so Steine auf, wie die, wo wir jetzt gerade auch stehen. Wenn das passiert, also ist eine neue Insel auf, dann laufen wir zu der neuen Insel. Die alte wird verschwinden. Und da geht das Spiel dann weiter. Ne? Der wird dann einfach runtergezogen. Da kommen dann zwischendurch noch Ads. Wenn die Ads da sind, nehmt die einfach zusammen zur nächsten Insel und dann machen wir die da kaputt. Okay. Und das ist eigentlich ein Wesentlichen. Zwischendurch kickt er mal, dann wird es sein, dass wir mal hier in die Lava fliegen. Wenn man kurz drinnen bleibt, seht ihr, boah, moderater Schaden. Wenn ich jetzt lange stehen bleibe, werde ich. Genau, kriege ich richtig Schaden. Also dann wieder schnell aus der Lava rausbewegen, auf die Plattform rauf. Und nicht hüpfen, jeder hüpft wegen einzelnen Stacks drin. Also laufen, einfach. Wenn jeder verlüftet drin, kriegt sich ein Stack. Ja, und das war's eigentlich schon bei dem. Der gibt es dafür, die Idee nicht zu beachten. Der Tank ihn einfach, das ist, ja, runterfokussen und fertig ist. Okay. Gut. Ja. Nicht da, den da, hier, links vorne. Ja, einfach ein bisschen auf Abstand bleiben. Alle versagen sie. Sieh Garch an und sterb. So, jetzt wackelt die Insel langsam, jetzt hier rechts die Steine. Da kommen wir nochmal durch. Ich weiß nicht, wie der Tank das macht, aber der immer einfach der Plattform tanken will. Ja, genau. Ah, oh, Scheißer. Kann mich einer wiederbeleben? Auch wiederbeleben. Ich hol dich ganz kurz.
Oh ja, danke. Das ist nicht. So, jetzt muss ich schnell mal hochhalten. Jawohl, vielen Dank. Den Blitz. Ah! Oh ja. Auf die Ufam, ja. Oh. Ja, jetzt fängt die Insel wieder an zu wackeln. Also jetzt hinten am Ranch Camp, genau. Nein. Da ist er. Immerhin, das war schon auf 50% runter. Was kommt jetzt? Hallo. Ja, es kommt aber auf eine neue Insel. Zuerst neue Insel, danach Ed. Ja. Das heißt, es noch lebt, nimmt ihr einfach mit. Machen wir gleich die dritten Wertgespräche. Die werden, glaube ich, gerne uns folgen, ja, wie ich das merke. Aber unser Mann. So, ich glaube, jetzt ist nur noch das große Vieh übrig wieder. Oh ja. Wieder mal geflogen. Ich hatte die gute Stelle wirklich nicht gut auf diesem Ende. Der einfach drum gegen die Wand. Oh. Oh, kleine Apps sind wieder da. Kleine Spiegelfüße. So, wo müssen wir jetzt lang? Da. Nee, auf die Startinsel. Laufen wieder durch. Ja. Ah, nicht schlecht. Apps, auf zur letzten Insel. Kampf gegen ihn beginnt. Er findet sich noch, aber er muss lernen zu stehen. So, wo lang jetzt? Ah, da lang, ne? Gibt doch nur diesen einen Weg, oder? Schätze ich mal. Mach doch wieder zurücklaufen. Oder du kannst ja auch tauchen.
Ach, da lang müsst ihr. Oh, warum sagt man mit Tina? Willkommen! Wartet auf mich! Oh. Link! Da geht's lang. Hallo! Okay. So. Hier kann man mit den Dings fahren. Cool. Ja, hier kann man wieder aufmounten. Ich komme! Okay. Kurz ab, kurz nicht ab. Ich würde dafür plädieren, wir gehen durch die Mitte und versuchen das nicht zu entfahren, oder? Weil irgendjemand pullt die Gruppe dort sowieso. Er braucht es nicht. Okay, also. Ja, dann macht mal. Das ist Landfall. Gut. Alles nur, ich hab hier oben ja auch nur. Genau. Ja, das wird doch alles hier. Kennen wir den Boss wieder nicht? Machen wir gleich. Dann wird die Gruppe da vorne noch denken. Sehen wir das Prinzip links nach links, rechts nach rechts? Wir drehen gleich mal nach links. Ja, mach die gleich dann alle an ihren Positionen. Genau. Die linke Gruppe geht nach Norden, also folgt irgendwie unserem Tank. Die rechte Gruppe kann die Veritas folgen. Komme. Perfekt. So, hier lang. In die Mitte. So. Jetzt wieder. Na, ah, Chris, kannst du nicht falsch gelaufen bist? Ich weiß nicht, ich bin jetzt hier bei irgendeinem Terminal. Genau, du bist falsch, du bist falsch, du bist falsch. Genau, Darkness. Nein, nicht machen. Was? Einmal resetten, bitte. Also, schlecht, Dark. Das war jetzt ein bisschen voreilig. Dark ist auch nicht viel, deswegen. So, ist eigentlich sind alle da, wo wir hingegangen. Ich sollte doch hier folgen, oder nicht? Nein, du sollst das dem folgen. Du bist links. Linke Gruppe, rechte Gruppe. Ah. Linke Gruppe habe ich gesagt, dem Tank folgen, die rechte Gruppe mir folgen. Ja, jetzt muss ich da hin. Fuck it. Ja, die anderen? Ja, okay. Irgendwas gepult hier. In der Gruppe, ja. Ach, ihr seid dort, ne? Genau. Sehr gut. Komme. Ich mach mit, okay? Sonst üben. So. Ich muss gleich irgendjemand drücken, machen wir bitte den Ready-Check. Ich finde das hier auch ein bisschen geordnet. So. Hier lang. Ja, gut, dann und so. Aber stellst du Bild. Du nimmst, welche Seite willst du nehmen? Da kommen jetzt Elf. Ja, da kommt der Plattform stellt sich auch eine von denen. Ich plädiere dafür, dass wir irgendwie alle links drehen. Ja. Prinzip ist folgendes, wir drehen diese... Danke, du machst aber nichts. Stopp, danke. Du stellst sie hier, ich kann einfach mal was machen. Hier. Also, hier und... Hier kommen Mods. Danke. Und einer, ich sehe mal zwischen für eine Gruppe, diese diesen Mob gucken. Also
grundsätzlich ist es irgendwie, dass das Symbol in der Mitte bei diesen vier Rädern mit den Symbolen, die offen sind, übereinstimmt. Drücken wir mal die linke Konsole, wenn es übereinstimmt, drücken wir in der Mitte diese kleine WWD-Konsole. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Immer der Healer macht das. Der Healer stellt sich an die P. Die und durch die Tank stellen sich immer die Außen und erleben die App, die nach jedem Tank kommen. Ja. Das hat sich markiert bei uns. Drücken kann meinetwegen, wenn es ja gerade in der Nähe ist. Genau. Nee, eigentlich ist immer der Healer. Also. Der drückt. Ja, genau. Das spreche es einfach ab. Der Healer drückt eigentlich am einfachsten. Wir rufen einen Healer und dann passt der Healer, weil der muss ja nicht kämpfen. Es kommen hier gleich nach jedem Eck gucken. Nach jedem Drehen kommen Apps, die Apps werden weggemacht. Solange bis die, also dann ist die Konsole wieder frei, es wird weiter gedrückt, solange bis wir eben halt alle vier Dinge eingeloggt haben. Na gut, dann los. Beim letzten warten wir, bevor wir das vierte einloggen, warten wir, bis beide Seiten soweit sind, dass sie einloggen können. Und dann wird gleichzeitig eingeloggt, weil wenn wir das nicht gleichzeitig machen, werden die Dinger resettet. Okay, na gut, dann los, weiter. Ja, wenn es zu lange dauert. So, denn, ready check? Naja, los, bald euch. Ja, dann fang an zu drehen. So. Ja, komm. So, weiter geht's. Jetzt kann man. So, wir können einloggen. Ah, nee. Wir können auch einloggen. Die erste Suche von dann. Zack, zack. Und weg. Weiter. Was hält der dich heute zu Hause hin? Jawohl, super. Wir können wieder einloggen. Können wir denn noch? Okay. Sag Bescheid, wenn ich einloggen soll. Ja, kannst du einloggen. Okay, passiert. Dann dreh weiter, Xati. Der hat mich aufgehängt. An der Wäscheleine oder wo? So. Mitten beim Gehen. Nicht mal ungestört am Rädchen kann man hier drehen. Wie viele Gruppen kommen da insgesamt? 8 oder was? So lange bis ich fertig bin. Und jedes Mal. Je länger wir drauf brauchen, desto verlegen die Gegner. Ich bin aber gestunt, werden die Gegner. Wir können einen noch. Super, wir haben. Dann bitte schön. Wir können. Jo, wir auch. Okay. Wieder so ein Vieh. Na komm. Okay. Einloggen. Ich kann einloggen. Bitstub können wir einloggen. Können wir. Wir können auch. Einloggen. Okay. Da kommen noch vielleicht noch ein. Ja. Ihr könnt durchlaufen, wenn ihr wollt, dann verschwinden die Apps, damit das nicht. Einfach durchlaufen. So. Kurnik hat die Tupfstadt bis dato genommen. Achso, du hast es verteilt, direkt schon. Die werden sofort verteilt, okay, gut zu wissen.
Ja, ich glaube, also diese Housing-Dinger, diese Rakata-Dinger gebe ich zufällig raus. Die Exos gebe ich auch zufällig raus. Dunkle Mark, sammle ich mir nachher wieder ein. So, nächster Bot. Der Plug auf Plug. Okay, ja. Ah, der ist, ja. Der nimmt sich nur sein eigenes. Vor allem drückt keiner die Konsole. Darknet, lasst bitte die Konsole in Ruhe. So. Folgende Aufteilung. Die DDs nehmen sich bitte jeweils einen Marodeur. Der Tank kriegt einen Juggernaut, die Heiler kriegen Attentäter. Und der teuflische Lord? Bitte? Stehe hier vor so einem teuflischer Lord, ist das richtig? Teuflische Marodeur müssen die sein. Marodeur waren ein bisschen. Das muss ein Marodeur sein. Teuflischer Lord steht hier. Ja, wo der Name. Der Lord miss, ist der Juggernaut, oder? Drunter, ja. Nicht die erste Teile, sondern die darunter Teile. Teuflischer Attentäter. Du nimmst bitte einen Marodeur. Du bist die Idee, du nimmst bitte einen Marodeur. Teuflischer Marodeur. Da, wo du jetzt, genau, da wo du jetzt stehst, ist gut. Den nimmst du. Dann hab ich hier. Hier ist noch ein Attentäter, da ist ein Heiler drauf. Und jeder nimmt, nur den. Und dann bleibt für mich wahrscheinlich irgendwie der zweite Jagger über, ne? Ja, bitte nehme ich den Jagger. So, folgendes Prinzip, ganz, bevor ganz wichtig. Bevor wir jetzt weitermachen, bitte jeder sämtliche Koltehüllen runterklicken, die wandernde Heilung, das Bewachen runter, alles, genau. Was irgendwie einen Buff von einem anderen gibt. Genau. Und jeder greift nur seinen an, die Heiler heilen auch nur sich selber, niemanden anderen aus der Gruppe. Oh. Wenn das jeweilige Ad tot ist, dann kann man einen Angriff auf irgendein anderes machen, aber nicht mehr. Das heißt, jeder muss hier mit seinem eigenen Ding irgendwie zurechtkommen, darf niemandem helfen. Deswegen halt die Genderwässerung und die Foltosektor und sowas, genau. Passiert das nicht, werden die ihm halt Schaden immun und das dann tot. Mhm. Ja gut, machen wir das mal. Machen wir mal einen Ready-Check. Wenn alle soweit sind, irgendwie kann hinten irgendjemand drücken. Konsole. Wo mache ich das? Ich drücke. Bin schon da. Hallo, hier bin ich. Genau. Das ist aber mächtig. Jetzt aber auch in sich. Alles gut. Ich geb dir einen kleinen Support. Habt ihr euch verbrennt mit euren Viechern? Ja, schon lange. Versteht die Frage nicht. Er meinte halt, er meint nicht mehr, dass er nicht. Also wer den Bestimmungsmalus noch nicht hat, ist noch einmal mit draufstoppen. Nicht mehr als ein anderer. Fertig. So, jetzt gut. Endlich. Das war's. Alle durch. Iran und Dark, ihr habt hier noch. Doch, scroll mal runter, du hast ein. Ja, jetzt habe ich. Genau. Weiß nicht, ob ich das jetzt gekriegt habe. Iran, doch, also das, ich das gehört. Ich kann alles anklicken, Doppelklick. Auch bei mir Darkless kriege ich nicht. Mach einfach ein Rechts drauf. Ah.
Rechts. Rechtsklick. Hey, so. Ja. Na, so, jetzt können wir Wetten abschließen, wer wie viele sterben werden. Ich sage zwei. Attentäter und Hexer können sich hier einen Phasengang hinlegen. Ein bisschen folgendes. Also, der wird gleich gepult. Der hat eine Bubble, wie ihr seht, der ist mal schadensimmun. Überhaupt noch keinen Schaden drauf zu machen. Wartet einfach, bis die Bubble weg ist. Bevor irgendwie Schaden drauf gemacht wird. Dann wird auf dem rumgekloppt. Und irgendwann erzählt er uns was von 20.000 Jahre bin ich schon bla und hast du nicht gesehen, wenn er das tut, das werden wir ansagen, laufen alle nach hinten und treffen sich hier. Ja. Weil dann werden die Plattformen einstürzen unter ihnen. Dann kommt, ich habe immer noch den Stern auf dem Kopf, ich gehe da mal vorweg. Die laufen da alle hinterher. Dann beginnt ein kleiner Abstieg auf eine zweite Plattform, die sieht so aus wie diese, geht das Spiel wieder von vorne los. Zusätzlich werden auf der Plattform Blitzkugeln gekastet. Kriegen halt zufällige Spieler. Ihr achtet bitte wirklich selbstständig drauf, wessen Name da in der Mitte steht im großen Rüsterschiff. Ich laufe einfach aus der Kuppe raus. Einfach auf die Dinger zulaufen. Genau, und lauft einfach in diese Kugeln rein. Ihr könnt noch einen kleinen Death ziehen, eine Bubble ziehen, wie auch immer. Dann sind die kaputt und machen keinen Schaden in der Gruppe. Mhm. Hier jetzt am Anfang kommen noch so große grüne Voids. Da bitte, wenn sie bei uns hinten kommen, nicht drinnen stehen bleiben, ist ja unangenehm. Wenn wir dann auf der zweiten Plattform ebenfalls wieder weitere Produkte gefokust haben, Schilde wieder, wir haben nochmal wieder einen Abstieg, treffen uns dann halt wieder an der Eingangssituation, genau wie hier, und gehen dann ganz nach unten auf die letzte Plattform. Da wird sich dann der Tank drum kümmern, Gedankenfallen gezogen. Hin und wieder wird wieder in eine Gedankenfalle gezogen. Ja, das kann er dann mit der Ansagen kurz, dann wird er aus dieser Gedankenfalle befreit. Auf der letzten Ebene wird der Tank den Boss dann ziehen, also es wird ihm ganz unangekommen sind, kein Schaden ist mal drauf gemacht. Der Tank zieht ihn ein bisschen durch die Gegend, dann kriegt er einen Pylon auf den Kopf, wenn das passiert ist, geht er kurz zu Boden, verliert sein Schild, wir machen Schaden drauf. Und ich hoffe, dass es nach dem zweiten Pylon erledigt ist. Ansonsten nach dem dritten, das machen wir halt so lange, bis er tot ist. Das war's. Die größte Gefahr ist das Sterben durch Runterfallen von Plattformen. Hm. Genau. Gut, Ready Check und Go. Wir brauchen dazu den Ready Check eigentlich. Das macht man immer. Um zu gucken, okay, dass wir wirklich da sind. Wartet noch mit dem Faden. Also ihr könnt schon ranlaufen. Du kannst zwar hinlaufen, aber hau erstmal noch nicht drauf. 3, 2, 1. Jetzt darf doch ich entstamme nicht ihrer Zeit. Ihre Ahnen nannten mich Soa, Zorn und Macht und verspürten Furcht. Denn ich herrschte über 1000 Welten und Korriban war meine Krone, meine Riege und mein Versuchsgewehen. Okay. Ja, aber ein tut ja viel, wa? Ja. Das Standard, da hört er von ihm. So, Bubble, zurück, danke. Kommt zu uns. Ich wollte Phasengang machen. Du lebst ja noch. Ja, noch lebst du. Sorry, ich war leider zu weit weg. Wir nehmen nach Möglichkeit, ich nehme den langen Weg übrigens. Oh, jetzt bin ich hier weiter oben. Du könntest ja mal stehen bleiben, dann kann man dich wieder heilen. Wir haben im Prinzip diese komischen Kugeln da in den Dingern drin ausschalten, nicht? Ja, ich habe den langen Weg wegen der Quelle genommen, dass ich noch kaputt machen kann. Tank ist tot. Ja, okay, heben wir unten wieder auf. Weiter runter, also nicht so lange stehen bleiben. Vielleicht kommt eine Heiler-Plattform. Und sprungfähige Klassen können diese kleinen Pylonen noch anspringen. Marus-Gebatte oder Bagger. Die Heilerplattform jetzt können wir mal kurz hochgeheilt werden. Wartet zu. Ich hab zwei gewettet, ne? Also, wie viele sind denn tot gegangen? Zwei, ja? Zwei sind runtergefallen, nicht gestellt.
Wo ist denn links? Hier sind das. Jetzt könnte es eventuell etwas schwierig werden. Erstmal alle hochheilen. Die Plattform hier ist es richtig. Ja. Und das passiert dann gleich nochmal oder wie? Ja, genau. Kommt noch ein zweites Mal. Starten wir gleich einmal, machen wir mal die Türen von vorne, das können wir auch gerne machen. Wenn sich alle mal hier beim Heiler ein bisschen sammeln würden, könnte der Heiler das auch noch hochhalten. Ich bin in der Falle. Etwas in der Gedankenfalle. Dann lauf ich mal rüber. Oh, auf dem Tank ja wieder schön. Ich bin in der Falle. Und ich bin tot. Bumblebee hat Kugelblitz. Nee, du bist ich bin. Was ist das denn jetzt hier? Ich fliege andauernd hin und her. Ja, das ist auch so. Das kann man passieren. Kriegst du aber keinen Schaden mit. Nee. Was passieren kann, wenn kann du ab auch und du landest. Heiler in der Gedankenfalle. Einheiten sind verloren. DD fliegt. Sag jetzt Kugelblitz. Lauf dem Ding einfach entgegen. Oh, aber bubble dich vorher. Das ist die Belastbarkeit. Genau, ich bin tot. Genau, die Idee in Gedankenfalle. Das meine ich damit. Du hast einen Skill, der heißt, hast du auch Belastbarkeit auf der Inside? Ich weiß es nicht. Jetzt siehst du und läufst damit rein mit der Bubble, dann kriegst du weniger Schaden. Ich lieg jetzt hier schön und guck euch zu. Eure Einheiten sind verloren. Okay, Teil 6. Da kann mich ja einer der Heiler wiederbeleben. Einer der Heiler ist tot und der andere hat genug zu tun, glaub ich. Oh, vor allen Dingen ist der Battle Rats draußen. Könnte höchstens irgendwie der Sabo versuchen, Beltred zu machen. Mir ist plötzlich schwarz. Du wirst eine Gedankenfalle sein, ne? Nein. Da ist auch noch eine Gedankenfalle. Nur zumindest kann ich euch zugucken und filmen. Eure Einheiten sind verloren. So, jetzt. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Kann das sein? Ach, aller Tage Abend. Dann noch alle Tage. Bin in Gedankenfalle. Iran ist übrigens. Tank in Gedankenfalle. Du wusstest. Seht bitte alle die Gedanken. Alle mal wieder zurück dann. Gut. Es ist alle zurück. Hinten sammeln. Aber nun warte ich nicht. Ich kann nicht. Ja, also die Kette ist runter. Eventuell können wir gleich unten Threads versuchen auf dich. Tja, ich bin jetzt ganz unten. Ja. Bitte aber jetzt die weiten Sprünge machen, sondern die kleinen, ja? Weil sonst das kriege ich da nicht gegengehalten. Ich nehme jetzt auch den langen Weg, also ich nehme sowieso den langen Weg. Weiter geht's. Da. Aha. Sag ich, du könntest hier mal irgendein Symbol auf den Kopf, wenn du jetzt da unten liegst. Eventuell können wir dich gleich aufheben. Auch man sieht mich eigentlich. Ich bin der Einzige in der Mitte. Was Noten zu schwierig zu erkennen. Macht es nicht mehr Sinn, den Heiler wieder zu holen? Ja, macht eigentlich auch Sinn. Ja. Wo seid ihr denn? Alle jetzt erstmal bitte hier bleiben, dass ich noch ein bisschen Kugel machen kann. Ich sehe euch nicht.
Wo liegst du? Ich bin ganz unten. Und jetzt gibt's keine Plattform mehr bei mir. Wo seid ihr denn? Zieh den jetzt da einfach rein und lass uns jetzt bitte zur sechsten Runde spielen. Also ich sehe euch jetzt gerade nicht. Ich sehe jetzt hier eine Kugel, die hier irgendwie komisch sich dreht. Ja, da gibt's. Ja. Kurz. Zum einen die Idee in der Gedankenfalle. Tank bitte in den. Der blaue Kreis zeigt Dings an, ne? Da bitte den Boss reinziehen. Also, werdet ihr mir angezeigt, aber ihr seid doch nicht da? Ich weiß es nicht. Heiler in der Gedankenfalle. Ja. Alle bitte, die nicht am Kampf beteiligt sind, jetzt einfach bitte mal leise sein. Genau. Ihr kennt den Pylon? Kann man mich auch wieder beleben, dass ich mitkämpfen kann? Hurra. Die, Faden vorbereiten? Und Faden. Gedankenfalle. Ich müsste doch in eurer Nähe sein. Ihr müsst mich doch sehen. Ja, du wirst angezeigt. Deine wir haben im Moment aber tatsächlich keinen Set 3. Müssen wir ja, okay. Gedankenfalle auflösen? Aber ich sehe euch nicht kämpfen, ich sehe weder den Endboss, ich sehe gar nichts gerade, außer... Ja genau, das ist das Problem, du bist außer... Du wirst auch uns nicht mehr angezeigt, du wirst irgendwo... Ich bin ja der Gedankenfalle... Noch eine Gedankenfalle... Na, wie wunderbar... Von... Da muss ich wohl gleich Bereich verlassen klicken, wa? Nee, bleib einfach liegen. Noch 18%, den kriegen wir. Dann. Warum ihr bei mir nicht hier erscheint und so, das ist ja auch sowas. Verstehe ich nicht. Machen wir erstmal nichts, also bis der Kampf zu Ende. Ich bin ewige Kammer 2. Seid ihr auch ewige Kammer 2? Hier drüben. Links von dir. Links. Drei Instanzen. Ja, Gedankenfalle. Ich bin in der Gedankenfalle. Ja, Leute, also für die Zuschauer, bevor das hier zu langweilig und zu seltsam wird, mache ich mal kurz einen Werbeblock, bis ich wieder belebt werden kann. Bis gleich. Ja, dann. Schon, ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Ja, aber er ist menschlich. Er ist kein Mensch, aber er ist menschlich. Ja, aber trotzdem, er hat die Machtempfindlichkeit, Han Solo nicht. Aber 5 von denen habe ich jetzt schon. Ah, der ist gerade so. Der geht eigentlich. So auch das Wiederfinden. Da jemand mal schon gut. Ja. Ungenommen. Macht doch keiner was. Reicht einfach mal neu. Ja, so weit ist ja keine Heile. Geh doch,
richtig. So, wir sind wieder zurück. Ich bin wieder auf dem weiten Raum, Doc, aber ich kann jetzt nicht mehr zu euch in die OP zurückkommen, irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja, weil die OP abgeschlossen ist eigentlich. Ah, schon, ja, der wurde also besiegt und ja, gut. Naja. Dann gehen wir mal alle auf Bereich verlassen, dann verwirfen wir das Ort. Stopp, die können mich ja noch wieder herrufen. Nee, ist schon okay, dann kann man mir ja das noch geben, was dann zum Schluss übrig bleibt, ist schon okay. Nee, du kannst ja trotzdem mitwürfeln, du bist ja noch in der Gruppe, ne? Genau, eben. Gut, dann poste ich jetzt erstmal, was wir haben. Sein Würfelergebnis wirst du aber nicht sehen, ne? Nee, deswegen gehen wir ruhig raus aus dem Bereich verlassen und dann... Nein, er ist in der Gruppe drin, er müsste die Nachrichten genauso bekommen wie wir. Nein, es ist aber eine andere Instanz. Ja. Das siehst du nicht. Doch, es ist instanzübergreifend. Das ist Gruppe. Ding ist instanzübergreifend, soweit ich weiß. Gehen wir einfach mal irgendwie Bereich verlassen und dann. Genau. Alle ich mal bin aus der Flotte wieder. Also es wäre genau, gut, wenn ihr euch genau. bei mir versammelt. Ja, ich bin. Im Ausgangsgebiet. Ich bin auf der Flotte beim Nachrichtenterminal. Den kennt ihr ja, ne? Da wo hier man einfach dort hin, wo es aus. Auf dieses eine Fortschiff da. So, eine kleine Ansage an dieser Stelle, mal auch für unsere Zuschauer und so weiter. Wir machen, bilden zurzeit eine Filmcrew. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Filmcrew. Warum machen wir das natürlich? Weil wir einen Fanfilm hier in SWTOR drehen wollen über die Entstehung der Sith und der Jedi. Also so die Thematik mit Mitra Surik und so wird dabei mit aufgegriffen. Und wir wollen da einen entsprechenden Film zu drehen, wie das so alles zusammenhing und in mehreren Folgen. Ist das geplant? Drehbücher werden gerade fleißig geschrieben. Und natürlich haben wir noch einige Rollen zu besetzen. Sei es jetzt als Schauspieler, sei es jetzt als Synchronsprecher oder man kann auch beides kombinieren, Synchronsprecher und Schauspieler. Es ist alles möglich. Wir versammeln uns dann natürlich auch hier im TS dazu, wenn wir die Drehtage haben und wenn wir gerade aufnehmen. Ja, und wer Interesse hat, wer wirklich Interesse hat, da mitzumachen, der kann uns eine E-Mail schreiben an svtor-news-ticker@gmx.de. Ich wiederhole svtor-news-ticker@gmx.de. Oder auch hier, wenn einer von euch jetzt nachher auch sagt, Mensch, ich möchte gerne da auch mitmachen bei der Filmcrew, auch mit dabei sein, der kann dann hier nachher nach der Sendung auch noch hier verbleiben. Hier im TS, dann kann ich mir diejenigen notieren, die mitmachen wollen und dann kann ich euch noch einiges zu dieser Thematik gerne sagen. So viel jetzt erstmal dazu. Also wen es interessiert, gerne, ihr seid herzlich willkommen bei uns in der Filmcrew. Natürlich. So. Wer... Es ist gleich alle draußen. Ja, ich bin auf der Flotte. Mal sehen, welche Ebene ich bin. Da muss ich mal gucken. Wir sind auf der gleichen automatisch. Nein, port dich mal ganz kurz zum Ding hier. Ja. Nimm mal deine Schnellreise und warte dich mal zum Schnellreisepunkt auf der Zios Shadow. Warum auf der Zios? Na gut. Weil wir uns dort treffen, weil wir alle dort rausgekommen sind. Weil das einfach übersichtlich hier gerade ist. Aha. Na gut, können wir auch da machen, von mir aus. Also hier ist auch nicht so viel los auf der Flotte. Werden so viele Leute, die sich euch da gefunden haben, zum Anhandeln und Austauschen, das ist mir... So, ich sehe euch jetzt aber nicht. Doch, ich sehe dich. Wir sind hinten. Also, wir sind vorne schon. Okay, dann treffen wir uns auf halbem Weg. So, einmal hier alle herkommen. Genau. So. Tja, als nächstes können wir gerne noch einen Weltenboss machen. Lass uns vorher mal kurz irgendwie das Zeug verwirfen, bevor wir jetzt... Ja. Nee, ich sag ja nur, was wir als nächstes gerne machen könnten als Gruppe. Den wir verbessern wollen. Genau, ich poste aber schon mal, was wir jetzt eigentlich alles haben. Wasser. So. Ist das denn alles feinlich? Ist da ein Kristall bei? Nein. Schade. Was noch da steht?
Also wir haben Gürtel als Token, wir haben die Handschuhe als Token, wir haben Ohrstück als Token, wir haben eine Relikt als Token, wir haben eine Dunkelmaterie, wir haben eine 220er B-Beine. Da war ich auch Heilehaine, wer sie gegeben haben. Ich kann nicht würfeln, wie geht das denn mit Würfeln? Wir haben die Mainhand und die beiden Fahrzeuge. Das muss ich eintippen nochmal zum Würfeln. Das Würfeln. Das wohl, ich mach das mal einen Punkt. So. Ohne den Punkt davon natürlich. Hatte ich doch gemacht. Hat aber nicht geklappt. Ich bin ja mal wieder. 85. Hui. Ja, dann darfst du dir als erstes was aussuchen. Fein. Was ist denn für mich am besten? Was könnte ich denn gebrauchen? Haupthandwaffe. Ist das eine Zweihandschwert oder diese Haupthandwaffe? Das ist ein Token, das ist das, wogegen du es eintauschst. Ach so. Das ist alles. Ja, also du kriegst ein Doppellichtschwert dafür. Ja, dann nehme ich die zerlegte, aggressive Haupthandwaffe. Dann sollst du die haben. Geht. Jawohl, danke. So, 85, dann ist Irane mit der, Moment, Sadri, mit der 82, Sadri, Entschuldigung, Sadri, was müsstest du denn haben? Das Relikt, bitte. Was ist das denn? GZ. So, jetzt aber Irane mit der 80. Danke. Ist, bitte, dann würde ich den Gürtel nehmen. Dann nimmst du den Gürtel, also. So, 80, dann haben wir die 74. Ich bin das Ohrstück. Ohrstück. Dann haben wir nach der 74 auf Mörder mit der 55. Ich hätte gern das Dunkel, den Dunkelcut. Ja. Auch unser Tank darf als letztes sich was aussuchen. Dankeschön. So, Pech, ne 3 zu würfeln. Und jetzt stehen geblieben. So, jetzt waren wir bei Mord auf 55 waren wir, dann sind wir bei der 12 schon? Nee, Bumblebee, 26. Also wir haben noch die Handschuhe, wir haben die 220er Beine und die beiden Fahrzeuge. Ich nehme den Tirsa Elite. Danke. Oh, dann bin ich dran. Frage an den Tank, weil ich kann eh alles gebrauchen. Gurkner, kannst du die Handschuhe gebrauchen? Die Handschuhe, die, nee, ich würde eher das Fahrzeug nehmen. Dann ist es okay, alles klar. Das Fahrzeug schon mal, dann würde ich für mich, dein Fahrzeug ist doch, denn nicht für mich die Handschuhe. Ja, dann habe ich jetzt noch den 220er Beinpanzer. Ja, den nochmal möchte. Der nochmal möchte. Ja, ich nehme dann den Beinpanzer. Den könnte ich ja vielleicht sogar nehmen. Will sonst noch irgendwann oder hat sonst noch jemand Interesse am Beinpanzer, der möge dann nochmal drum würfeln. Den würfelst du dann auch nochmal, Douglas? Na gut. Also nur mit Schwerte. 71, ja, GZ zum Beinpanzer. Annehmen. So, danke. So, den kann ich ja dann weg. Gerne in die Dingsbums, in die Bank vielleicht sogar legen, mal schauen. Oder? Nee, nee, geht ja nicht, ist der, ist, gebunden. Ja. Der ist gebunden. Den kannst du auch nicht nehmen. Der, nee, den kannst du einfach so nehmen. Das ist kein Token. Den kannst du einfach so anziehen. Ach so, den kann ich dir die, ja? Cool. Genau, und du kannst dir die Modifikationen, Armierung und sowas rausbauen und bei dir einbauen. Ja. Die sind nicht schlecht, glaub es mir. Das glaube ich ja. Dann. Hab ich ja auch schon recht. Hab ich auch schon was. Gut, dann haben wir das. So, als nächstes könnten wir einen Weltenboss machen, wenn ihr möchtet. Sonst was. Also wer auch immer noch mit möchte, irgendwas machen. Alle anderen, die nicht mehr mitwollen, einfach rausgehen aus der Gruppe. Erstmal. Ja. Okay. Also wer noch mit dabei bleiben will, einfach sagen. Den anderen danken wir erstmal, die mitgemacht haben. Vielen Dank bis hierher. Und wünschen euch dann noch einen schönen Abend. Und wer mag, kann hier weiterhin natürlich zugucken bei uns auf www.hitbox.tv/dievader79. Tja, und die anderen natürlich können dann mit mir gerne, können wir versuchen, noch einen Weltenboss zu erledigen. Oder wir machen Flashpoint oder. Das werden wir dann gleich sehen.
was noch machbar ist. Ich gehe noch ganz kurz davor meinen Token einlösen, okay? Jo, mach das erstmal, gerne. Wir müssen einfach alles zusammen einlösen. So. Und diejenigen unter euch, die jetzt auch noch Interesse haben, natürlich am an unserer Filmcrew, sagen jetzt erstmal schon mal Interesse, oder ich habe Interesse. Nein, das habe ich da kann ich nicht mehr da. Und da? Noch Gurkna und Sardine sind noch da. Habt ihr beide Interesse an der Filmcrew? Nein, danke. Filmcrew leider auch nicht, nein. Nein, okay. Na, ja, hätte ja sein können, okay. Gut, dann danke fürs Mitkommen und... Ja, danke fürs Mitnehmen. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag machen wir das. Ne? Frage ist, ob wir jedes Mal ein OP laufen, wissen wir noch nicht, aber... Falls, ja, weiß man ja nie, ne? Also, ja, heute war mal wieder eine OP. Dann einfach wieder in den Ding rein. So, aber ich denke, Attrakt okay, dann wird schönen Abend noch. Ja, dann ebenso, schön, ne? Ja, danke, wünschen wir euch beiden auch. Tschüss. Jawohl, und ja, ich glaube, Attrakum wird jetzt auch gleich noch kommen, dann können wir ja noch mal gucken, vielleicht einen schönen Flashpoint noch zu laufen. Das wäre ja dann vielleicht ja, auch nicht. Werden wir diese OP-Gruppe, oder wann wird die denn normale Gruppe um? Wir gehen einfach alle raus und dann machen wir eine neue Gruppe. Gruppe verlassen. Wir treffen uns bei Versorgungsgüter, hier, wenn wir mit will. Na, warte mal sehen, wo wir ankommen. Weikenraum, Doc. Dort werden wir uns auf jeden Fall treffen auf der Flotte und dann ist gut. Und wer dann jetzt mitmachen will beim Flashpoint, der sage einfach, denn hier kommt auch in den TS. Hi. Hi, Attrakum. Schön, dass du mitmachen willst. Und, ja, also wir sind dann auf der Flotte. Luni, machst du auch noch mit Flashpoint? Ja, ne? Ja, kann ich auch machen. Cool. Ich schalte hier durch, okay. Ja, random oder? Da kannst du einladen, alle. Auch den Attrakum kannst du auch gleich dann mit einladen. Dann können wir. Ja, wir können uns auch gerne alle einen aussuchen. Dann können wir uns dort treffen, wo es die Flashpoints gibt. Wir machen einfach irgendeinen random. Einfach. Du ganz kurz ja, mich mal, aufsuchen, können... ich dabei gerade ein Ding zu holen. Das ist hier falsch, ja. Okay. Du ganz kurz mein Token. Gürtel. Jo. Ich würde sagen, wir können uns ja dann gleich hier eine schöne aussuchen. Ein Flashpoint. Und dann werde ich das Gespräch dort beginnen. Was? Ich habe jetzt hier richtig. Das hier ist da? Jawohl. Da müssen wir hin. Jawohl, richtig. So. Gut, das ist mein Tätigkeitsteil. Starthanger. Ja, wo treffen wir uns? Da. In der Mitte. Nee, wir treffen uns hier ja. bei den Flashpoints, wo es die Flashpoints gibt. Wir müssen das einfach mal online laufen. Machen wir lieber über GF. Kademimo könnten wir machen, wir können auch Red Reaper machen, von mir aus. Oder wir machen, was haben wir hier, die Hammerstation. Hätten wir einmal Artis. Wärst du mit Karn wird belagert. Ich mach mal einen Vorschlag, wolltest du da während des Events einen Bonus-Post gibt, den es nur während des Events gibt. Ja. Machen wir den. Wo ja. Stehst du? Kahn wird, der geht aber nicht auf der Character, also auf der Station los, sondern ich weiß gar nicht, ich glaube drüben auf der Ziost war es. Auf der Ziost? Ja, dann gehen wir noch auf Ziost. War das die Ziost? Ich glaube ja, ne? Ziost sind doch die für die OPs, oder? Wenn du was weißt, ja, aber. Beim, da meine ich mit Kahn, aber auf der Sport, genau. Reicht mal eben drüben auf die Ziost und gucken nach. Ich bin der Meinung, das war tatsächlich Kahn, also der Kahn. Also wir sollten eigentlich auch noch ganz in die Gruppe einladen vom Prinzip her. Der ist ein Shadowfähre, ja. Ich flieg da schon mal rüber. Ja, ja. Der ist auch der Tios Shadow. Nimm doch einfach eine Schnellreise. Die dahin, ja. So gibt's natürlich auch, per Schnellreise oder so. Welche ist es? Welche, wo steht das? Welche Leiter? Karn ist hier, wo ich langlaufe. Ich hab ihn in die Gruppe eingeladen.
Bildschirm kannst du nicht sehen. Ha, ich hab gerade neben mir aber gesehen. Was ist denn hier? Hier. Ach da, das ist, da bist du. Ja. Da. So, okay. Hier lang, da rein gehen. Hier. Wo ist die Missionsanfang? Wo ist die Anfangsmission? Mal gucken, wo der NPC war zum Starten, war der direkt davor? Missionsdeck oder Gurken? Nee, nein, das ist falsch. Der steht wahrscheinlich vor dem Gucken wegen dem NPC. Der steht wahrscheinlich eben davor. Das Bunkan wird belagert, hier, der hier. Das ist. Ja, genau, da links. Wartet, wartet. Bitte noch einmal abbrechen das Gespräch. Wir haben noch nicht angefangen. Ja, trotzdem, wartet mal auf mich. Ja, tun wir. Wir haben das Gespräch noch nicht angefangen. Eben. Logischerweise war ich da, Atlas, oder so. Wer zu dir denn davor? Ja, ja, da seid ihr ja. Im grünen Crazy. So. So, skippen wir mal. Schweren Modus oder was ist es? Nein, normaler Modus, um Gottes Willen. Legen wir los, einfach. Ja, die erste Antwort. Wir dürfen keine Zeit einfach mehr. Einfach der normale Modus. So. Tja, dann wollen wir mal gucken. Dort. Okay, dann wollen wir mal los. Schließend, der Gruppenanführer muss den aktuellen Flashpoint zurücksetzen. Hm. Hat ich nicht angefangen? Warum habt ihr noch Pirane, du bist Gruppenanführer, nur mal so. Ja. Wo so ist der? Das ist hier unten Flashpoint. Rechtsklick auf dein Portier und dann alles zurücksetzen, ja. Passen wir setzen. So bitte. Jawohl, jetzt können geht. Wir. Geht. Irgendeiner von uns hat irgendwie angefangen. Ja, das ist manchmal aber auch ein Bug, dass Phasen nicht korrekt gesettet werden, obwohl du eigentlich in keiner Phase drin hast und eigentlich gar nichts offen hast. Ja. Ich weiß nicht, beendet werden. Kann irgendwie ein Bug zu sein. Ja, ich glaube, kann es sein, dass es immer dann passiert, wenn man irgendwie eine Mission da drin hat, also die Story-Mission, und dann gibt es dann diese Storyline, die da durchgeht. Und wenn man da irgendwie drin war einmal, am Ende die Mission aber nicht so mit dem letzten Boss beendet wurde und der schon die Mission, die da drin war, natürlich beendet war. Kann das sein, dass irgend sowas ist? Dass es Missionen gibt, die irgendwie, die man einfach macht, die aber sich außerhalb der Instanz beendet, nicht erst im Innen und nicht im Innen der Instanz und deswegen die Instanz teilweise nicht zurückgesetzt wird. Das ist einer der atmosphärisch am schönsten Flashpoint, also der schönste atmosphärische Flashpoint, den es gibt. Wer macht von uns denn eigentlich jetzt den Tank? Wir sind alle DDs, das ist alles. Da braucht man keinen Tank. Wenn man nur DDs hat, dann. Sorry, muss ich einfach blöd. Na gut. Sind die neulich auf dem zweiten Block. Guck mal, die Gegner sind 48, 50 und dann drehen diese 65. No. Kein Downsizing, kein gar nichts. Einfach reinziehen und nichts passieren. Ganz oft warten. So, also, wir könnten, wenn wir wollten, die komplette Instanz zusammenpullen und es würde tatsächlich gar nichts passieren. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal eine Herausforderung, dass einer alle Gegner auf sich zieht und dann die zum Startpunkt führt. Was ist da denn von uns hier? Die Lampe. Gibt gleich ein bisschen Lichter. Für all hier, die höhere Grafikeinstellungen als hier, Major, sehr nützlich haben. Ich werde mal halt auf die Lampe. Ich glaube, ich habe keine Lampe. Ich werde den Menschen töten. Sie wollen sich durch die Rakule kämpfen und sich ein Schiff holen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie aus der Quarantäne gelangen. Ich habe gemerkt, ich glaube, ich muss im Hardmode auf das Video die Videos jetzt gerade machen. Dann kann ich auch wieder pullen und alles machen. Das. Ich kriege. Ich tue das schon ein bisschen. Es wird nie gesloat. Wie gesloat ist? Warte, wir sind fast gelaufen. Einfach gefangen. Einfach alle Gegner schaffen. Ja. Bisschen falsch gelaufen. Hätte man machen müssen.
überhaupt so lang? Oh, dann hast du gekloppt aus, dann halt mal. Da ist für jeden was drin. Hand alle jetzt euch bekommen. Dann hat er gerade meinen Kopf. Da war vor allem 32 Credits habe ich bekommen. Da hinten ist noch Loot. Da hinten ist noch ein grüner Loot für jeden. Ja, das kann nicht durch. Ich hab da jetzt nicht reingeguckt. Ja. Da ist ein Credit. Der Pilot muss bei der Flucht in Panik ausgebrochen sein. Ja. Mein Trupp ist unterwegs zur Abschlussstelle. Das ist ja ein bisschen Story, und zwar Story fehlt zur Ragun-Seuche. Ja, du bist jetzt weg. Ach, stimmt. Ja, da gibt's auch in diesem Tunnel. In dem Tunnel gibt's doch auch ein Weltenboss, oder beziehungsweise ein Endboss da. Ja, das ist einfach. Den kann man alleine machen. Nee, den Endboss nicht, diesen ganz großen. Doch, also diesen Tunnel-Dinger da. Ist zu billig. Nee, wie heißt der? Da sind wir, glaube ich, alle letztens gestorben. Ja. Wenn man weiß, was man tut, dann stirbt man. Eben. Wir haben die Folge 2 irgendwie mal in locker Rollerbuch so genauso wie die H4. Nee, die haben wir zu zweit gemacht mit Pferden. Auf die so. Ja. Links auf Webseite in dem Fall. Können wir auch noch machen, wenn wir Lust haben. Lust und Langeweile. Da gibt's Mob, das kriegen wir noch ganz kurz. Also wenn ihr wollt und die Helden hier im Ragun-Tunnel, kann man nochmal machen. Also das ja, das wäre noch eine schöne Sache, das könnte man so als Abschluss für heute machen. Ja, ich würde noch die Dailies machen, weil ich habe übrigens total auf die Dailies gemacht. Also ich würde jetzt nicht alle Dailies mal ein bisschen aufwenden, aber die H4 mache ich noch mit. Das Durchlaufen einmal. Meinetwegen auch nochmal den Tunnelschleicher kaputt hauen. Aber so schwer ist die nicht, das sind Sachen. Oh. Okay. Alles machbar. Ich könnte stehen lassen, ich tue nicht. Können Sie irgendwas zum Abkürzen? Und andererseits, Bonus-Spot könnte ich noch mitnehmen, das wäre schon ganz nett. Hier? Ist irgendwas noch, wo man hinlaufen muss? So, ihr kennt irgendwie diese Szene im Horrorfilm, ja? Da ist ein verschlossenes Tor. Was machen immer alle Leute falsch? Machen es auf. Aufmachen. Wir öffnen dieses Tor, genauso wie wir jetzt gerade. Da sind ganz, ganz viele Rakule. Grob geschätzt. Nee. Wollen wir nicht hier. Das ist aber. Ich finde das richtig gut gemacht. Ausschwärmen. Sucht nach Überlebenden. Oh, das ist eine schöne Szene, die nehme ich mal mit auf. Das will ich mir jetzt mal angucken, was gleich passiert. Major, hier ist jemand! Hey, und der beißt ihn. Alles in Ordnung? Jetzt. Walking Dead. Wir werden alle zu Ragulen, ne? Wie fein. Der passt wie die Kuhle aus, was war's aus Helsing? Wenn ich mein Anime anlehnen darf. Mhm. Alles, was sie angreifen, wird zu wohl. Infizierter Jäger. Komm her. Brauchen wir wieder diese Injektion gegen die Dracula-Seuche? Nee, nicht. Nein, ich brauch sie nicht. Brauchen sie irgendwer? Ich nicht. Auch nicht. Diese Bestien hätten mich in Stücke gerissen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal froh wäre, das Imperium auf Kaon zu sehen. Na los, geh weiter, Gespräch, genau. Beleidigt mich noch einmal und ihr werdet euch wünschen, dass die Rakule euch erledigt hätten. Ich wollte euch nicht beleidigen. Aber eure Art ist nicht sehr beliebt in der Hegemonie. Ehrlich gesagt, machen viele Leute auf Kaon das Imperium für diesen Ausbruch verantwortlich.
Sie glauben, dass absichtlich ein infiziertes Schiff hierher geschickt wurde, um das System zu destabilisieren. Könnt ihr das irgendwie belegen? Oder werft ihr nur mit wilden Theorien um euch? Ich sage nur, was ich gehört habe. Klingt aber nicht sehr weit hergeholt. Das Imperium war bereits zu weitaus Schlimmerem imstande. Aber wenn ihr nicht verantwortlich seid, gibt es einen Weg, das zu beweisen. Die Aufzeichnungen des Raumhafens werden zeigen, woher das infizierte Schiff kam. Sie werden beweisen, wer dahinter steckt. So oder so. Bringen wir es hinter uns. Ich habe den anderen Trupps bereits befohlen, uns dort zu treffen. Sie werden uns regelmäßig Statusberichte geben. Vielleicht haben wir Glück und finden etwas. Oh, meine Brust brennt wie Feuer. Oh, oh. Ach, er wird jetzt Nein, zum Dracul. Das war doch nur ein Kratzer. Oh, oh. Ein Kratzer kann mich doch nicht in... Oh, bitte tut etwas. Na klar, ihn töten. Ihn leiden lassen, ja. Eins. Ich bin für eins, ihn leiden lassen. Wir sind uns einig, dass wir ihn leiden lassen. Das sollte interessant werden. Oh, ich wusste die ganze Zeit, dass ihr Abschaum seid. Na, was ist denn? Hallihallo. Wunderbar. Jetzt kann das Haus von dem auch vom kleiner Gakul. Immer noch kein Feindkontakt. Hat mich gefordert. Jetzt wollen wir schon weg. Weil ich gleich ganz Mob kommt. Ich sag jetzt immer, da brauchen wir gar nicht. Ja. Alles so schön immer grün. Ich hab's eben betechnisch. Soweit ich weiß. Ich sag auch nicht. Ich sag nur Platsch. Ja, komm, ja. So. Ich weiß schon mal. Von hier kenne ich den Flashpoint. Da ist wieder was. So. So. Komm, du hast voll. Hier, sehr schön. Packen wir. Die sind immer so schön doof und rennen einfach auf uns zu. Die werden aber im Hardmode jetzt schon zweimal tot gewesen. Ja? Genau. Ja, definitiv. Kann ich also, auch aber bei 15 Leveln Unterschied passiert halt kein gar nichts. Ja, weil normalerweise die explodieren manche halt im Hauptgedämmen. Der hält sich mit dem Level. Auch diese infizierten Söldner, wenn sie dann noch nicht unterbrochen werden. Der will die Kanone. Der will die Kanone? Ja, ich mach schon. Kanone. Schwupp. Willst du nicht machen? Wenn? Echt? Gar nicht. Ich hab die ganzen Mobs-Gruppen da unten geschnitten. Ja, normalerweise setzt ihr Tanksitzen drauf. Oh, was hier unter kleiner Seite. Du kümmerst dich um die Seite, wir kümmern uns um die Seite. Ja, du kümmerst nur um die eine Seite. Du schaffst schon die andere Seite.
Aufgezimmer. Nicht irgendwie alle auf einmal herkommen? Hat doch zusammenlaufen lassen, das ist egal. Vom Prinzip her, wieso brauchen sie so lange vorne? Die mich ja wanted. Die ist so belegt. Ja, klar sind die wanted. Upsi. Die sind nicht zu nah dran gestanden. Na, die Kanone braucht Zugriff. Kanone ist schwach, Felsen. Oh, sie ist schwach. Ja, aber auch egal. Kommen hier irgendwo nochmal die Feinde vorbei? Felsen sind wieder ein paar. Irgendwie kommen die gar nicht erst in der Hand. Einmal meine Ding, mein Blitz, mein Ding-Blitz. Hätten sie jetzt dann nicht vor. Oder AOI oder was auch immer. Dankeschön. Ich mach mich durch die Gegend schleudern. Ah, was hab ich denn da? Sehr gut. So, und die nächsten. Und der ist doch schon kaputt. Und dann ist der Dude hinzugekommen. Haben wir alles, ja. Wahnsinn. Zwei Dark-Kristalle. Ja, also speziell ich hätte jetzt tatsächlich nicht mehr. Also zwei Dark-Kristalle sind zwei Dark-Kristalle, würde ich sagen. Wo seid ihr denn hier jetzt? Ja. Hier irgendwie unten. Mhm. Wartet mal auf mich. Na, ist fast egal. Du kommst nicht bei Haus, nicht. Keiner denkt an den armen, armen, armen Kameramann. Wir sollen doch warten. Das ist Gewaltprävention, dem die nächste Gewalt in die Sonne haben müssen. Die Toten kann ich zeigen, aber das ist nicht das Töten. Ah. Bleib hier, da, fein, fein. Einfach zu uns locken. Ja, dann müssen wir nicht so weit laufen, um zu looten. Jo. Ach so, ja, Bio-Looter, genau. Also, vom Prinzip her. Grün, Grün, ich sehe den Raumhafen, keinerlei Lebenszeichen, wir gehen rein. Ganz schlechte Idee. Eigentlich nur. Da weiß ich jetzt auch, woher die ganzen Ding kommen, das Coole. Den. Ja, die kriegen wieder Kriegsleiter. Ja. So. Die können nicht, ich habe nicht mal einen einzigen Attack gezündet bisher. Oh, hier. Das wird schon mehr als wir. Ah, da, das ist das grüne Dorf. Blau. Ein scheiß Ding. Sehr schön. Hm. Ich lasse die Dings weg, Dings weg. Dann komm, ja, wir machen die Kanonen. Dann machen wir mitnehmen.
Dieser Typ ist der nervigste von allen. Der stand einen die ganze Zeit. Sicher. Ja. Mal gucken, was wird. Da sind wieder Feinde, jawohl. Wir kommen gleich, brennende Viecher. Wo lang? Links, rechts, Fahrzeugzeichen? Ja, hier links und rechts mal eben gucken, wir müssen die Konsolen alle mitnehmen. Oh, da können wir, uns aber ruhig aufteilen, das passiert ja nicht. Ja, sind nur ein paar Mobs. Das ist schon klar. Da fällt mir noch einer irgendwo. Müsst ihr nicht immer auf einem Haufen rumstehen? Nein, da hätte ich keinen mehr, dann bin ich wieder nichts mehr. Okay, ja. So. Mann, wie viel brauchen wir noch? Ich hab noch einen gefunden. Da fehlt doch noch eine. Einmal, ja, komm, ja, eine zu mir. Ja, da kommt gleich noch eine vor dem an. Kann es sein, dass ihr alle irgendwie Loot vergessen habt? Ja, ich habe einen Loot vergessen, ja. So. Ich du nicht. Alle anderen haben Loot vergessen. So, mal gucken. Oh. Schon wieder alle tot. Wieso sterben die nur so schnell? Da kommt jetzt der nächste, da kommt jetzt der etwas stärkere Gegner. Der bei dem alle nicht versuchen, welche sind verrecken. Ich nehme meinen kleinen Kanone an. Oh. Schön, großer Feind. Es ist aber kein Rappeller, oder? Normalerweise sollten wir die Frage laufen. Oh, der hat gerade einen Zahnband, also einen Fettzahn gemacht. Der viel. Scheiße, wenn man sehr viel Schaden. Also normalerweise geht der ein bisschen anders, weil man von der Mechanik her nicht. Ich hätte wirklich alles. Brennt mich nicht weiter auf einen. Ich bin nicht an der Boden rum. Erstmal was man jetzt irgendwann falsch. Ja, der Nachname ist ein Boss, die kann ich zu dem an. Genau. Wer sind von mir? Machen wir irgendwann auf eine andere richtige Mechanik für das Ziel? Was? Und ich kann nachher auch die richtige Mechanik für das Spiel einmal machen. Und wenn sie nicht anhören. Hätte man jetzt machen können, aber. Ich kann sich schon so tot. Dann sieht es nervig, dass wir da besser rum. Dass wir dann schon alle beim Haufen stellen. Irgendwie sind sie schon tot. Habt ihr nicht ganz eben mit dem Boss hat geführt? Nur so eine Frage. Ja, ne? Gibt's da irgendeine Taktik für? Hard Mode, ja. Da sind so vier Fässer, die um diesen Platz verteilt sind. Und da zieht man den ran, und wenn der dann in seine Raserei verfällt, muss man halt die drücken. Explodiert dann. Und der kriegt halt mehr Schaden. Ansonsten, also, der ist nicht ungefährlich im Hard Mode. Atmung. Müssen die sich emergieren? Die sind doch schon tot. Wie sind die denn noch? Tja. Und dann gibt es noch diese Tiere, die an einen ran. Wir spielen hier mal jetzt mal alles zusammen hier. Ja, einfach alles brauchen. Kommen wir schon mal rein. Und hier noch die Kindi-Kuppe. So. Jetzt haben wir alles, glaube ich.
Wir sind alle tot. Das war's schon. Ich bin ja gar nicht. Ich hab da noch Blut hier. Ja, ich darf das alles liegen. Ich hab nur das Inventar. Wo ist dieser Bonusboss, den wir besiegen können? Ja, der kommt gleich noch. Ah, gut. Also erstmal kommt der reguläre Bonusboss da hinten, der Druide und der andere, der kommt gleich ein Stückchen weiter. Gibt's für den irgendwelche Taktiken, die man anwenden sollte? Ja, genau, einfach rein. Sehr schick, immer. Also bei Treffer funktioniert's, also. Kann ich irgendwie auch nicht. Müssen die Spitze nie kommen? Ja, die tun noch nicht. Wollen nur spielen. Genau. Wollen nur mitmachen. So, los, ja. Okay. Jawoll, sehr schön. Ich hab schön was gegeben. Was ist das für eine Frage? Was bescheid? Nee, hier nur ein Ohrstück. Ich glaube, da hab ich was nicht gegessen. So. Also GZ erstmal für die Erfolge und so. Oh, danke. Jo. Egal, das kann ich glaube ich umgehen, nicht? Ja, wir können da sowieso relativ gut. Kommen wir einfach ein bisschen hinterher. Ich hab solche Schuhe nicht. Könnt ihr auch normal laufen? Ja, warum hast du die denn nicht? Doch eben. Also komme ich nicht frei. Muss noch abhängen Zeit. Der steht, also der Event fällt oben auf der Brücke da. Da hätte man auch okay. Oh, ist egal. Bei? Überleg gerade. Doch, da ist er. Ja, scheiße. Dafür hätten wir tatsächlich Ragul in Impfstoff gebraucht. Der verteilt auch Ragul solche. Und der ist Level 65. Das könnte jetzt etwas tricky werden. Okay, gibt's eine Taktik für? Hat zufällig jemand Ragul-Impfstoff dabei? Ja, ich. Nein, leider nicht. Wie viel hast du? Zwei. Okay, dann gehen wir dem, der es bekommt. Gehen wir es durch. Und ansonsten, ja, also, ich kann ihn ja angreifen, falls er mich infiziert, aber, kann ich mich wieder heilen. Genau, also du wirst infiziert werden und dann musst du den auf jeden Fall einmal benutzen. Wir werden auch versuchen, den einfach schnell runter zu fokussen. Gut, also ich versuche jetzt und ihr macht. Okay. Hallihallo, Palim Palim. Ich hab von Dingen, diesen solchen Debuff und alle. Wo ist er denn? So. Ich hab aber gesehen. Ja. Solange ich weiter im Text stehe, komme ich den schon nicht. So, und jetzt kommt dieses Verseuchte. Ich kann mir dann jetzt für alle. Ups, oder? Noch haben wir nicht alle. Jetzt hab ich. Ach, scheiße, aua. Der WM. Das ist Geld. Ja, genau, oh, das Ding. Ja, von wem? Da ist kein Heiler dabei. Okay. Also der ist relativ einfach, also der geht ganz gut. Der hat noch 80% für heute. Ich bin gleich tot. Ja, natürlich. Das lag jetzt tatsächlich daran, da habe ich sozusagen gesagt, dass wir den Impfstoff nicht dabei gehabt haben. Also wenn diese Seuche kommt und das kriegt die ganze Gruppe, muss das einmal runtergenommen werden und funktioniert das nicht. Leider. Das kann man nicht clean. Nein, das kannst du mit dem Ragul im Stoff runternehmen. Oder ja, hat irgendwer einen Gefährten, der es kauft, so ein Ding in. Verkaufst die einerseits das Gutweet? Ich glaube, also ich kann beim Redboard gucken, aber ich glaube nicht der normale Redboard das verkauft. Wir haben, dass unser Inventar stell gleich meinen hin. Ja. Ah, das ist ja nee, schade eigentlich. Nee. Da muss jetzt irgendeiner raus und einkaufen gehen. Da gibt es ja irgendwo einen Healer, einen normalen für Druiden. Was ist das dann? Gibt es da irgendwo welche? Ich überleg gerade, wo es was geben könnte. Bei jedem Ding, bei jedem
Ding-Druiden. Alter-Druiden. Nee, sind Druiden. Die Dinger. Normalen Medi-Druiden, das glaube ich nicht. Vielen Dank für Ihre Doch, die normalen Medi-Druiden haben den. Ja, auf Tatooine kriegst du auf jeden Fall diesen Impfstoff zurzeit. Auf Tatooine würdest du ihn kriegen. Nein, du bekommst ihn überall. Du bekommst überall. Du Flotte auf allen Planeten. Auf der Flotte auch, ja. Auf der Flotte glaube ich auch. Nein, du bekommst auf jeden Planeten, egal. Also jeder, nee, ich glaube nicht jeder auf jeden. Jeder Druide verkauft die Dinger. Und sie kosten immer gleich viel. Na, der hat auf jeden Fall nicht. Weil die Sache die ist, dass du dich nicht nur auf dem aktuellen Planeten infizieren kannst, sondern auf jedem Planeten kannst du dich infizieren. Vom Prinzip her. Von irgendeinem anderen Sprache. Deswegen geht's noch auf jedem Planeten. Tja, was deswegen haben wir nun? Jede normale Field-Tree hat dabei. Was machen wir nun? Einer freut sich drauf, tot sehen. Da gehe ich jetzt zur Flotte. Ne, Flottenpass kann ich nicht benutzen hier, ne? Warte mal. Wer hat am meisten Credits? Na, Credits habe ich genug, das ist nicht das. Geh mal kurz aus der Phase raus. Na gut, wir warten hier auf dich. Und solange wir hier warten, mache ich mal. Mache ich mal einen kleinen Werbespot hier, weil meine Katze will gerade hier mit mir kuscheln. Also wir machen einen kleinen Werbespot, bis er wieder mit dem Impfstoff zurück ist und dann kriegen wir alle Impfstoff für die Rakul-Seuche und dann geht's hier weiter. Bis gleich! Schon, ja, aber es fehlt noch ein bisschen. Ja, aber er ist menschlich. Er ist kein Mensch, aber er ist menschlich. Ja, aber trotzdem, er hat die Macht in Fähigkeit, Hans oder nicht. Das Grüne runterreinigen mit diesem Vagulimpfstoff. Genau, so, und dann wollen wir mal jetzt hier handeln. Jawohl, danke. Sehr gut, jetzt habe ich 3 Stück. Das ist fein. Ja, das ist fein. So, die kosten glaube ich 2000 pro Stück, ne? Also, ja, das ist vernachlässigen. Also ich habe noch irgendwie 2-3 Minuten, 1,5 oder so, die gerade bei mir. Na dann. Ach scheiße, ich bin vom Gleiter geflogen. Ach, warte. Muss ich auch nochmal gleiten? Ach, schade, können wir nicht.
Wieso müsste so eine scheiß Flamme sein? Genauso auf gute Spiele. Ach, warte, ich glaube, man kann hier rüber, hier an der Seite lang. Ja, ich guck gerade, eigentlich müsste man. Ach, kacke, hier ist so eine scheiß, hier ist so eine scheiß Alpha Wall. Ich guck gerade, ob man hier rüberkommt. Ja, ist eine scheiß Alpha Wall dort. Ja, unsichtbare Wand. Ja. Sag ich doch, Alpha Wall. Ja, egal, na, das müssen wir halt außen drin. Ich glaube, die haben sich schon was dabei gedacht, dass die Spieler nicht da lang gehen sollen, ne? Sie wollen, dass sie durch die Gruppe gehen. Wir haben den neulich auch schon mal zu zweit gehauen, den Bengel. Ging auch. Da liegt ein Heiler bisher dabei. Na gut, wenn ein Heiler dabei ist, dann geht das ja immer. Dann aber werden ja hochgeheilt, ne? Aber ich denke, das sollte. Der Schaden muss einfach nur stimmen. Und Voids vermeiden, also diese roten, diese Steinschmuck, die er da macht. Dann natürlich rausgehen. So, da sind wir wieder bei diesem Vieh. Mitternachts-Ragul. So. Wer spielt Tank? Ich würde vorschlagen, Luni. Luni ist aber nicht da. Halt du. Vino Veritas ist da und Vino Veritas ist ein Farbstütze. Ich kann gar nicht hängen. Ich kann Agro aufbauen und schaden, aber ich kann ja nicht spotten. Piranha, bitteschön. Ich kann angreifen. Darkness kann spotten. Oder Agro von mir als Flagger. Guck mal, was die da am Hals denn. Guck. Gerade gesagt, ich wollte noch fast nicht mehr rein. Runter reinigen. Tag, ich benutze dein Ding. Auch Heilung. Ich hab keine Heilung. Ich bräuchte auch welche. Oder so. Vielleicht kann Piran ein bisschen Heilung reinschmeißen. Scheiße. Ja. Ich kann nur noch Fernkampf machen, weil ich bin gleich tot. Ich bin schon tot. Ja, die hat doch ein bisschen. So ohne Heilung ist er doch ein bisschen heavy. Ja. Ja. Ja, der geht aus der Puppe. Er lässt sich einen Heal-Gefährten ersetzen. Ich hab keinen Healer. Nee, das war jetzt. Gut, der war jetzt eben immer noch irgendwie auf, weiß nicht, 70% oder so. Das war schon. Knackig. Der ist schon. Müssen wir den töten, anscheinend, ne? Nein, müssen wir nicht. Es ist eben halt, also ich habe den Erfolg schon, es gibt einen Erfolg und der kann sehr selten droppen. Also. Dieses Pet gibt es nur von diesem Boss, deswegen wäre es jetzt mein zu hauen. Tja, dann bräuchten wir wirklich einen guten Heiler noch dabei, dann ginge das. Ja, ist doch egal, also morgen geht's auch noch über Dienstag. Ja. Auf Webseite können die es machen, auf Imps leider nicht. Ja, auf Webseite könnte ich den tatsächlich auch gut machen. Jetzt habe ich hier meine Lernewahl als Healer. Warte, ich komme. Ich bin aber auch gleich schon durch. Ja. Nur noch ein Boss. Ich muss nicht verpissen, ich hätte echt was gehen. Kann ich den nicht angreifen? Wir müssen genau hier diese scheiß Balkan stehen. Ach, hier ist das Balkan. Und hier ist mein Auge zugange. Ist das irgendwie dieser große Boss, der das einzige Mob war, was Schaden gemacht hat? Jo.
Ja, der war ja auf 65. Der ist nur 50. Einzige an dieser Instanz. Gibt's hier irgendeine Taktik? Draufhauen. Ja, genau, Story Mode draufhauen, aber ansonsten halt in der Reihenfolge, Fadenkreuz, Flamme und Tanksymbol. Erst die beiden außen wegmachen und dann den in der Mitte. Ist aber völlig scheißegal. Damit einfach drauf, kurz zusammen. Das alles zusammen gegeben, hat sich schon erledigt. Da kommt noch ein paar kleine Apps. Gibt auf einen Haufen Stangen wieder. Hey. 156er Stieg, glaube ich, natürlich. Mann. Das könnte 156er. Das macht Heiler. Wir müssen hier oben noch mit dem NPC schnacken. Wieso bekomme ich immer Macht Heiler Scheiße? Was macht wo wollt das? Wir jetzt hin? Hier oben ist noch ein NPC, wo wir das noch hinten müssen. Schnelligkeitswert ist für dich gar nicht so schlecht, wenn du ein bisschen was hast. Willkommen. Auch als CD. Halt, nicht schießen! Ich bin kein Rakul. Nur eine harmlose kleine Fährenpilotin. Ich heiße Melara. Ich muss weg von dieser Welt. Und ich weiß, wie dieser ganze Rakul-Ausbruch begann. Vielleicht können wir ja eine Abmachung treffen? Sagt mir, was ihr wisst. Und ich sorge dafür, dass ihr Kaon verlassen könnt. Gut, okay, schön. Ich wusste, wir finden eine Lösung. Wir sind ja schließlich alle vernünftig. Tja, also... Die Rakule. Ja, ich habe sie hergebracht in meiner Fähre. Aber ich wusste nicht, was ich tat. Ich bin nur Pilotin. Ich wurde angeheuert, um hierher zu fliegen. Ihr wollt meinen Boss, nicht mich. Fragen wir doch mal, für wen sie arbeitet. Warum haben die Rakule euch nicht wie jeden anderen getötet? Habt ihr irgendeinen Schutz? Ich glaube, ich bin einfach besser im Verstecken. Mein Boss hat wahrscheinlich gedacht, dass die Rakule mich auch kriegen würden. Habt ihr von Dr. Lorik gehört? Er ist Mitglied der 37 Familien, den wichtigsten politischen Rivalen der königlichen Familie. Er hat mich angeheuert, um eine Lieferung nach Kaon zu bringen. Sobald ich gelandet war, strömten überall Rakule aus meinem Schiff. Es war furchtbar. Ihr wart immer noch in eurer Fähre. Warum seid ihr nicht einfach wieder abgehoben? Es war ziemlich offensichtlich, dass Lorik mich tot sehen wollte. Ich dachte, er hat vielleicht eine Bombe auf der Fähre versteckt. Also bin ich aus dem Cockpit gesprungen und habe mich versteckt. Lorik hat mich betrogen. Jetzt zahle ich ihm den Gefallen zurück. Er versteckt sich in einer geheimen Basis auf Ort Mantell. Also, das ist in etwa alles, was ich weiß. Seid ihr jetzt bereit, mich von diesem Felsen wegzubringen? Ja. Ihr seid nicht mehr von Nutzen. Aber ich habe euch alles gesagt, was ich... Ach, jetzt verstehe ich das Problem. Verdammt! Musste sein. Böse Birane. Böse. Sag, wenn ich diesmal war ich genau. Sag dir, wenn ich gleich das Antwort genommen habe. So, einer hat sogar schon das Liebe gemacht, sogar. So, und jetzt? Ja, natürlich. Luminär spielt immer auf Light Side. Jeden Char. Hat kein Dark Side. Ja, ich? Komm. Doch. Nein, glaube ich. Aber du hast gesagt, spielt das alle auf Light Side. Okay, ich glaube, wolltest du mal machen, um die Dark 5 zu bekommen. So, und jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Bereich verlassen und auf der Karte. Ja, ich stopp einfach raus. Ich lasse dich in den normalen Instanzausgang raus. Na dann. Ja, nicht schlecht. Nächste Flashpoint in der Story wäre dann die verlorene Insel, aber den mache ich denn heute nicht an. Könnt ihr gerne machen, den schafft ihr auch zu dritt locker. Wir könnten auch einfach mal die Story an sich annehmen und halt komplett machen und nicht einfach nur irgendwelche rauspicken.
So, auf jeden Fall bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal fürs Mitmachen und Zuschauen an den Zuschauer. Es war mal heute wieder ganz toll. Wir haben heute also eine OP gemacht und einen Flashpoint. Mensch, wir waren mal wieder fleißig heute am Sonntag. Und wenn ihr auch mit beim nächsten Mal mitmachen möchtet oder so, dann seid einfach mit wieder dabei. Morgen gibt es wieder unseren SWTOR Newsticker um 19 Uhr. Da informieren wir euch über unseren Stand, was auch die Filmcrew betrifft natürlich. Aber wir informieren euch auch über SWTOR. Da gibt es wieder die Flash hier Patch Notes. Ja, die lese ich da natürlich dann auch wieder vor und versuche zu gucken, was es da Neues gibt. Das werde ich euch auch alles sagen. Eure Fragen werde ich gerne auch wiederum beantworten. Wenn ihr noch welche habt, schickt sie doch per E-Mail an svtor-news-ticker@gmx.de. Tja, und dann sehen wir uns morgen um 19 Uhr hier natürlich auf www.hitbox.tv/dvader79. Und bis dahin sage ich, möge die Macht mit euch sein. Ciao.